Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kunis. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier auf unserem Radio Raccoon Twitch-Kanal. Heute zocken der liebe Rappi und ich Sons of the Forest. Kurzer Shoutout an dieser Stelle an den lieben Rappi, der hat das Game gesponsert. Ich freue mich wirklich sehr. Danke dafür, lieber Rappi. Dein Mikro übersteuert übel. Okay, 1, 2, 3, so. Ich glaube, jetzt müsste besser sein. Ich habe es mal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das ist okay so. Oder noch ein bisschen leiser. Schickt mir einen Daumen nach oben, wenn es okay ist. Mega. Okay, perfekt. Alles klar. Dann haben wir es doch. Ja, heute wird gezockt und zwar Sons of the Forest. Ich habe richtig Bock. Wir haben dieses Game jetzt quasi so ein bisschen als, wie kann man sagen? Also eigentlich spielen wir Dying Light gerade. Ich denke, wir nähern uns mit der Story da auch dem Ende. Aber wir haben jetzt gesagt, wir spielen das Spiel nicht ohne die liebe Anka weiter. Deswegen warten wir jetzt, bis die wieder aus Amerika da ist und spielen dann halt ersatzweise, das war das Wort, was ich gesucht habe, ersatzweise so lange The Forest. So, ich glaube, der Rappi ist wieder am Start. Ich schalte dir mal eben über Dizzy Cordy wieder dazu. Hallo? Nee, ich glaube, der begrüßt noch seine Community. Also ein paar Sekunden haben wir noch. Ich guck mir den hübschen Dude mal an hier. Guckt euch den Rappi an. Hübsch. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe schon mal ein paar Einstellungen gemacht, dass das Game auch hier hoffentlich flüssig gleich auf meinem Rechner läuft. Weil streamen und gleichzeitig auf PC zocken ist ja immer so eine Sache. Aber ich bin zuversichtlich, dass das geht. Ach ja. Was habt ihr heute Schönes gemacht, liebe Kunis? Ich habe heute Podcast geschnitten. Eine kleine, wie sagt man, Überraschung oder Besonderheit. Wir bringen ja eigentlich immer nur alle zwei Wochen einen Podcast raus. Aber es wird sowohl diese Woche Freitag eine Folge geben, als auch nächste Woche Freitag. Und die Folge, die nächste Woche Freitag rauskommt, ist ein richtig geiles Special. Wir haben zwei richtig tolle Gäste am Start. Und ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben über ein cooles Spiel gequatscht, was bald rauskommt. Also seid sehr gespannt auf die Folge. So, Rappi, jetzt könntest du aber mal langsam hier eintrudeln, mein Lieber. Der lässt sich immer Zeit. Der ist immer am Labern. So, dann trinke ich in der Zeit noch einen Schluck Tee. Hab mir gerade einen leckeren Apfeltee gemacht von Jenny, wie heißt nochmal die Marke von dem Tee? Ist das Teekanne? Ah, lecker. Teekanne, hallo, Herr Pett. Genau. Hallo, Herr Rappi, was geht? Einen wunderschönen guten Abend, lieber Pett, und hallo, liebe Kunis. Dir auch einen wunderschönen guten Abend und hallo, liebe Rappis. Rappi. Ja. Ich habe uns einen fetten Freestyle vorbereitet, wobei, wenn es vorbereitet ist, ist es ja nicht mehr gefreestylt. Möchtest du meinen geilen Rap mal hören? Ich will. Ja, ich will. Rappi und Pat, die Söhne des Waldes, komm uns nicht blöd, denn sonst knallt es. Yeah! Verdammter Scheißdreck, war das sexy. Diggi. Und dazu Diggi. Das. Tschüss. Schmidt, Kenny, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? So, ja. Ich switch mal rüber zum Gameplay hier. Ja? Ja? Ja. Hast du Bock? Ja, also ich habe schon gesagt, wenn ich Glück habe, darf ich heute deine eine dunkle Höhle erforschen. Und ich die dunkelste sagen, Höhle der Welt. Die engste. Ich denke, wir können starten, oder? Ja, hau okay, mal raus hier. Go. Wir ich starten. Ich hau raus. Sons of the Forest gibt es heute, Schmidt. Du hast auch, du zockst mit Controller, ne? Nee, Maus und Tastatur. Echt? Boah, wild. Yeah. Musst du auch Start drücken? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier steht, warte darauf, dass der Host das Spiel startet. Ich hab der Host. Ich hab auf Start gedrückt. Der Host. Das ist viel ever. Es fängt ja schon super an hier. Ah, es hat nur einen Moment gebraucht. Okay. Stimmt. 2023, also obwohl ich spiele länger. Bei mir steht noch nix. Nee, bei mir lädt er grad. Okay. Sollen wir dann? Hallöchen, Black Eye, was geht ab? Oh, Lou, jetzt hast du gerade meinen fetten Rap hier verpasst. Sollen wir vielleicht nochmal rausgehen? Weil bei mir startet der nix und bei dir hat der ja schon fast fertig geladen. Ach, das ist so geil.
manchmal, wenn man mit dem Rappi labert, dann reagiert der nicht. Und dann denkt man immer, was ist mit dem? Was hat der jetzt? Und dann guckst du bei ihm auf den Streaming-Bildschirm und dann siehst du, okay, der hat gemutet, weil er wieder mit seiner Community labert. Was? Ich habe alles gehört. Was? Ich habe gesagt, das ist so geil, manchmal labert man mit dir und dann kommt einfach keine Reaktion. Da denkt man so, was hat er denn jetzt? Und dann guckt man bei dir auf das Streaming-Bildschirm und dann sieht man, dass du mit deiner Community laberst. Vielleicht habe ich auch gerade meine Emotionen rausgelassen und ein bisschen geweint. ich habe gerade einen zweizeiligen Rap gebracht über unseren Stream heute Abend, Lu. Soll ich den nochmal raushauen? Obwohl, wenn man es zweimal macht, ist es nicht mehr so besonders, ne? Ich doch, gleich nach der Cutscene, oder? Ja, okay. Ja, ich habe ja keine Cutscene. Hast also du ich würde sagen, nee, bei mir hat der nicht geladen. Ich würde sagen, ich gehe nochmal raus. Oder du kommst gleich erst dazu, wenn ich es hinter mir habe. Ja, aber dann hätte der doch bei mir schon geladen. Stimmt auch. Lad mich nochmal ein. Also, pass auf. Yeah, gib mir ein Beat. Nee. Rappi und Pat, die Söhne des Waldes, komm uns nicht blöd, denn sonst knallt es. Yeah. Ich hatte noch eine Zeile, aber die habe ich jetzt vergessen. So, wir warten mal darauf, dass der Rappi mich jetzt hier nochmal einlädt. Ich kann gerade nichts machen, weil ich in der Cutscene bin. Ach so, okay. Ich schließe mich ganz kurz. Ja. Die Cutscene am Anfang, die habe ich geskippt. Ich wollte nur mal kurz reingucken, ob das Spiel überhaupt bei mir läuft. Ist ja ein neues Game und mein Rechner ist nicht mehr so neu, aber ich glaube, mit den entsprechenden Einstellungen sollten wir keine Probleme haben. Was heißt das da oben? Nächstes geplantes Update. Ach so, geplantes Update, okay. Aber bei The Forest ist das jetzt nicht so, dass da irgendwie die Server, gewiped werden, dass irgendwie alle Errungenschaften auf einmal weg sind. Ich hoffe nicht. Jetzt zieht der Rappi sich die Cutscene rein. Ja, super. Dann muss ich gleich nochmal angucken. Oh yeah. Nein. Ich immer überlege nur ganz kurz und dann bin ich für dich da. Ja. Kann ich auch einfach mitten im Game reinkommen? Geht das auch? Ich habe keine Ahnung. Okay. Sonst müssen wir die Cutscene gleich nochmal gucken. Danke für den Sound. Ah, lecker. Oh, mehr Beine trainieren, Boy. Mehr Beine trainieren. Ich könnte euch den, obwohl funktioniert das? Nee, da müsste ich jetzt das Fenster wechseln. Sonst hätte ich euch den Rappi hier so lange auf dem Bildschirm gepackt, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Warum ging das denn jetzt hier nicht? Das ist doch kacke. Ich gehe auf Mehrspieler, Hosten. Achso, beitreten. Huntleraptor Server beitreten. Ja. Ich probiere mal, ob das geht. Probier es. Probier alles am Raptor, was du willst. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Boah, die Mucke, die fetzt so, ne, von dem Spiel. Aber nicht so sehr wie dein Freestyle. Obwohl du niemals freestylen konntest, gehst du doch zum Freestyle-Contest. Okay, schön, so. Das Spiel lädt bei mir auch mal. Okay. Also die Ladezeiten in dem Game sind echt wild, oder? Das sieht aber verdammt schön aus, ey. Ich meine, 30 Euro, geilste Game ever dieses Jahr, bis jetzt. Nee, das beste Game dieses Jahr ist Hogwarts Legacy. Safe. Safe, Digi. Safe. Tschüss. Ich krieg so ein bisschen hier mit dem Helikopter und mit dem Schriftzug, ich krieg da so ein bisschen Apokalypse Now Vibes. Hast du die Cutscene? Nee, noch nicht. Achso, hast du die Katzenzähne? Die Katzenzähne. Ich hab Katzenzähne. Du hast Katzenzähne? Die Atzenszene. Stell Knochen. Okay. Knochenrüstung, Alter. Ah, das Game ist auch ein bisschen gruselig, oder?
Ey, jetzt habe ich die Cutscene auch noch, oder was? Wie kann ich das denn hier skippen? Nee, komm, wir gucken uns die an. Wir wollen ja auch die Story komplett verinnerlichen. Also ich weiß nicht, ob das eine vorgerenderte Szene ist, aber das sieht schon echt gut aus. Alter, ist das laut. Genau. Sons of the Forest. Christine, einen wunderschönen guten Abend. Und bei mir auch alles fit, Marco. Alles frisch rasiert, alles gepudert. Nur noch nicht abgeschmeckt. Kunis, sag mir mal bitte gerne, ob das Spiel zu laut oder zu leise ist. Ob das so passt. I'm on the ground. Achso, ich kann mich jetzt hier umgucken. Okay. Danke, Sunny. Sunny. Ich weiß schon, du heißt Easy, aber ist mir egal. Bin ich der Einzige, der jetzt ein bisschen spitz geworden ist? Ich meine, das Spiel hat 29,99 oder so gekostet, also 30 Ökis, aber dafür bietet das echt eine extrem geile Grafik. Super schönes System zum Sammeln, Bauen und Playboy gucken. Also sehr, sehr geiles Game. Wenn ihr sagt, ihr wollt 30 Euro sinnvoll investieren, habt Bock auf ein Game, wo ihr auch Zeit investieren könnt, also längeren Zeitraum, dann das hier. Weißt du, wie lange das Game ungefähr geht? Es ist ein The Forest Game. Du kannst es Jahrhunderte strecken, weil es ein Bausystem hat. Aber nein. Okay. Ich weiß aber, einen Tag später oder zwei Tage später gab es schon die ersten Speedruns. Ey, ist das normal, dass der hier einfach eine Dreiviertelstunde an seinem Lappy sitzt und nichts macht? Nein, du musst den Laptop angucken. Ja, mache ich, aber irgendwie... Und dann kannst du D drücken? Ach, ja, okay, ich verstehe. Musst du gar nicht. Gar nicht! Gar nicht wahr, Bruder! Wenn ihr Geld sinnvoll investieren wollt, dann bestellt euch Resi 4 Remake vor. Vorbestellen werde ich es nicht, aber ich glaube, ich werde es mir direkt zum Release beim Mediamarkt holen. Oh no. Ah, das ist nur aufgewärmt, Resi 4 ist nur aufgewärmt. Nein, ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf, aber ich habe auch nicht so die ultra krassen Erwartungshaltung, ehrlich gesagt. Ja, letztes Jahr hat uns die Gameswelt sehr enttäuscht, ne? Letztes Jahr? Ja, mit den ganzen Voice-Fehlern und Bugs und so. Meinst du jetzt ein generell alle Titel oder einen bestimmten? Die meisten. Also eins der wenigen, die wirklich super liefen, war ja zum Beispiel Stray. Das lief ja Bombe. Das mit der Katze, ne? Genau, aber jetzt nimm mal als Beispiel der Callisto-Protokoll, die Fehler. Ja, das habe ich gar nicht gezockt. Also, ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal irgendwie reinziehen, aber ich habe jetzt von so vielen gehört, es ist einfach nur ein sehr schlechtes Dead Space. Ja, da kann ich auch Dead Space zocken. Ah, es ist schon ein eigenes Ding auf jeden Fall. So ist es nicht. Aber es ist halt in den Kinderschuhen. Es hat extrem viel Potenzial auf jeden Fall. Ja. Also so ist es nicht. Bin mal gespannt. Also wenn das mal irgendwo im Retail günstig ist, dann ziehe ich mir das auch rein. Ich fand Callisto Protokoll geil, sagt der Gesichtsbock. Und du hast dir den Key vorbestellt. Oh, wir werden angegriffen. Wo bist du denn? Bist du schon auf der Insel? Ja, ich bin gerade gestrandet und da ist so eine Truller, die hält mir eine Knarre ins Face. Achso, da bist du. Routine! Na, Sunny, aber... Gar kein Problem, Therese. Hab einen schönen Abend noch, ja? Wenn du Horror magst, solche Vergleiche sind sowieso immer so eine Sache. Einfach selber zocken, holst dir mal im Sale. Ja, wie gesagt, also wenn das Game mal irgendwie... Oh, wieso habe ich denn jetzt hier den scheiß Windows-Balken, ey? Rappi, Alter, wie siehst du aus? Männlich, keine Ahnung, wie sehe ich aus? Ey, du siehst aus wie so ein richtiger Otto. Otto-Versand. Warte. Muss mal eben kurz das Bild bei mir choppen. Chop, chop! Ja, Mann. Eine Mischung aus Peter Lustig und Albert Einstein. So, besser. Sieht man auch kein Runt. Foto im Wunderschirm, was geht ab? So, wo ist denn hier der Rappi? Da, hier. Nee, da. Rappi? Hier ist deiner.
Boah, du siehst so kacke aus. Es gibt einen Punkt, den ich kritisieren würde an diesem Game, aber das ist schon sehr, sehr hoch gestochen. Ja, was denn? Und zwar hast du hier auf M ein GPS-Gerät. Und das GPS-Gerät zeigt dir wichtige Punkte schon an. Das heißt, es nimmt so ein bisschen das Erforschen raus. Das ist wirklich sehr, 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 sehr hohes Meckern schon, also extrem hohes. Es wäre geiler, so wenn ich jetzt im Nachhinein reinwerfen würde, wenn das GPS irgendwo zufällig mal findest an einem der Punkte und dann erst die Hilfestellung kriegst. Aber das ist schon sehr hohes Meckern. Man muss auch dazu sagen, die Macher sind ein sehr, sehr kleines Studio. Also wirklich ein kleines Studio hat hier dran gearbeitet. Ja. Aber die großen Firmen müssen sich langsam acht nehmen, finde ich. Also die kleinen Studios ballern jetzt guten Stuff raus hier. Ja, ich finde auch zum Beispiel geil, dass diese ganzen kleinen Indie-Studios, dass sie jetzt diesen alten Survival-Horror-Hype nochmal aufleben lassen und so richtig coole Games rausballern. Ich habe ja zum Beispiel letztes Mal Signalis gezockt. Das ist so ein richtig schönes, klassisches Survival-Horror-Game. Und die machen es echt teilweise besser als die großen. Black Eye sagt, die Map ist riesig, aber ja, stimmt. Was ist eine Zuschauerserie? Ich habe keine Ahnung. Soweit ich es munkeln gehört habe, könnte so kommen, dass nach der Zeit sich hier vielleicht sogar so ein bisschen was noch vergrößern könnte. Auf der Map? Ja, weil es soll ein bisschen mehr mit der Zeit natürlich einiges noch an Lücken als Cutscenes in der Erklärung wiederkommen, also damit die Lücken gefüllt werden, ein bisschen mehr. Ja. Unter anderem das nächste Update bringt sehr... Au! Hast du mich gerade erschossen? Ja. Hast du eine Granate verschwendet? Ja, das war der Dank dafür, dass du mir direkt nach der Ankunft eine Schelle gegeben hast. Hast du es mitbekommen? Ja, sicher. Am Stock, Junge! Bist du quer? Hast du mehr? Okay, auf wenn du I drückst, hast du dein Menü. Wenn du I gedrückt hältst, hast du dein Schnellmenü. Ich spiel doch auf den Controller. Okay, wenn du nicht I drückst, sondern auf den Controller die gewisse Taste. Die da wäre? Keine Ahnung. Es hat geile Features. Du kannst dein Inventar beleuchten. Dein Inventar geht von links nach rechts. Das ist riesengroß. Ja. Es ist einfach geil. Hast du mir gerade einen Füge der Matte Gegenstände hinzu. Genau. Was ist das hier? Walkie-Talkie. Okay. Was bedeutet das? Alles, was grau ist, habe ich in meinem Schnellmenü oder was? Die Taste, mit der du gerade dein Menü geöffnet hast, halt die mal gedrückt, dann müsstest du einen Rucksack in die Hand nehmen, wenn du aus dem Menü rausgehst. Ja. Genau, das ist jetzt ein Schnellmenü. Das kannst du auf dem Rucksack alles belegen in dem normalen Inventar. Okay. So, hier ist ein Inventar und dann kannst du den Rucksack bestücken. So, wie ich meine Ex damals bestückt habe. Bestückt. Mehr Dinge mehrmals. Oh, Gesichtsbob löst ein Stars ein. Stars. RT. Dann gehe ich auf das Zahnrad. Achso. Dann mache ich jetzt hier den Beutel auf und da ist mein GPS drin. Genau, du hast, warte mal. Du hast, rechts hast du so eine kleine Tasche, so eine wasserfeste Tasche. So einen länglichen Zip-Beutel. Ja, yeah, den habe ich in die Mitte gelegt. Und dann drückst du auf das Zahnrad und dann packst du den aus. Ja, habe ich gemacht. Genau, jetzt hast du die Materialien. Jetzt hast du eine kleine Axt, glaube ich, bekommen. Das GPS, ne? Mhm. Genau, das GPS nimmst du nachher, wenn du M oder was auch immer bei dir Map-Taste ist, in die Hand. Und hier in diesem Inventar, wenn du es offen hast, kombinierst du auch Sachen. Zum Beispiel eine Flasche mit einem Tuch, damit du einen Cocktail hast zum Werfen. Ja. Genau. Gibt es denn keine Schnelltaste hier für Waffen wechseln oder so? Du hast immer nur eine Sache in der Hand. Und das muss ich mit diesem Rucksack öffnen, oder was? Nein, also ich, du gehst in den Rucksack, wählst zum Beispiel die Axt aus und dann hast du sie in der Hand. Boah, das ist aber in bremslichen Situationen kacke, oder? Du legst deine Waffe eigentlich nie ab. Okay. Alles klar. Ausrüsten, kombinieren. Genau. Ja, ich bin mal gespannt. Schön, dass du wieder... kann ich mir sprechen. Schön, dass du wieder da bist, liebe Lu.
Ich check mal eben ganz kurz hier den Chat ab. Der Gesichtsbob hat sogar noch was geschrieben. Naja, aber nicht so toll war, dass sie 3 Wochen vor dem Release erst angekündigt haben, dass es Early Access ist. Nicht so dolle, das wussten die doch lange vorher. Ja, sowas ist natürlich nicht so schön, ne? Aber wie man das so kennt aus der Gaming-Branche, da wird man ja seit neuestem von vorne bis hinten verarscht. Von daher ist das leider so. Siehe, wie ist das nochmal? Cyberpunk. So, wir rennen mal hier dem Rappi hinterher. Guck mal, was er so treibt. Danke dude. Für deinen Follow und willkommen bei den Raptoren. Alles stabil bei dir? Sollen wir schon Sweet? Nein, das kann man ihm nicht antun. So, der Boy, der hier steht. Ja. Ist wichtig. Wenn der tot ist, ist er auch tot. Okay. Ihn können wir aber anleiten, uns Fische zu holen, Material zu holen, zum Beispiel Fellholz oder bring Holz her. Genau, dieses Plättchen. Wie nennen wir den? Er hat einen Namen. Können wir den trotzdem einen Namen geben? Ich würde den gerne Gary nennen. Dann ist Calvin jetzt Gary. Okay, perfekt. Genau. Ich sag ihm mal, der soll mir folgen. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen im Wald, dann kannst du dich so ein bisschen einfuchsen. Eine geile Sache hat das Game. Und du hast, wenn du einen Stock hast und du hast so eine Plane im Inventar, du kannst überall Unterschlupf bauen, so gesehen. Also eine Plane mit einem Stock. Und das wird dir als Haus angezeigt, also als markierter Punkt auf der Map. Moment, so schnell bin ich nicht. Nochmal bitte. Okay, machen wir gleich. Willst du schon in eine Höhle gehen? Ich habe keine Ahnung. Was erwartet uns denn da? Ja, okay, wir lassen es. Besser okay. Ist es erstmal. Aber wir können ja erstmal am Strand bleiben. Noch ein Problem, besser ist es. Sollen wir mal hier ein paar Bäume fällen oder so? Wir lassen uns erstmal ein Stück spazieren. Okay. Follow. Wie kann ich mein GPS hier wieder wegmachen? Also bei mir ist es M, also Map rein und raus. Zani, dankeschön. Ich hoffe, die Schmerzen gehen schnell vorbei und erhol dich ganz gut. Bis morgen früh. Alles klar, Maus. Bis nachher. Calvin, der Name ist jetzt schon Legende. Was ist besser, Calvin oder Gary? Ich finde Gary irgendwie geil. Gary, du doofe Schnecke. Jetzt erstmal ein paar Pillen hier rein droppen. Rechts der rote Balken ist Energie oder was? Ist dein Life. Blau ist Ausdauer. Und die Dinger da drüber sind dein Zustand, Wasser, Essen und Müdigkeit. Okay. Hast du gerade in Game geredet? Was? Wer, ich? Ja, du redest gerade auch im Game. Echt? Also ich höre dich nicht in Game. Jetzt höre ich ja auch nicht mehr. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, was geht ab? 3 vs. White, aber sowas von. Komm, wir müssen uns ausziehen. Die Quoten. Was? Ausziehen? Was? Ausziehen? Wer sagt sowas? Komm schon, zieh dich aus. Du kannst das GPS auch ranzoomen und wegzoomen. Aber ich weiß nicht, wie es mit Dings ist. Mit Controlli. Ich knall mir. Wow, die Schokoriegel geben aber nicht so viel, ne? Medizin pusht einfach nur die Energie oder was? Macht dein Leben wieder voll. Also wenn du einmal Tabletten dir in den Schlund ballerst, regenerierst du live. Geil. Okay, je mehr Durst und Hunger du hast, umso weniger Ausdauer hast du auch. Das ist der blaue. Mhm, okay. Und was ist das da? Ist das ein Arm? Ist das ein Muskel? Der ist bei mir so ziemlich auf Null. Wasser geht noch und die anderen beiden Sachen auch. Ist es so gesehen dein Zustand, in dem du dich befindest? Okay. Also wir können ja jetzt hier vorne ein bisschen Wald einwärts gehen und dann gucken wir, ob wir uns hier irgendwie ein romantisches Paarungsloch finden. Was? Kann man irgendwas aus der Schildkröte machen? Essen. Aus der Schildkrötensuppe? Ich kann keine Schildkröte töten. Echt nicht? Da verhungere ich lieber. Nein, Mann. Dann nimm 2. wenn eine nicht geht, nimm 2. Das kann ich nicht tun. Obwohl aus dem Panzer könnte man sich einen guten Helm basteln, wa? Hier hast du Blaubeeren, die kannst du essen. Ja. Oder sammeln halt. Wie sammle ich die? Bei mir ist es nur einmal E drücken und wenn ich E gedrückt hätte, esse ich. Okay, ja. Die Animationen sind auch mega geil, wenn du was zusammenbaut. Da bin ich gespannt. Eppa! Genau, so muss man hier ein schönes Örtchen, wa? Erstmal einen schönen Platz zum Kacken. Oh, danke für den Halbzarten. Es war richtig schön, ein Wegcaken hier.
Wie schreckhaft bist du so allgemein, Pat? In Games? Was? Wie schreckhaft bist du im Spiel? Schon. Okay. Steine sammeln ist gut oder Kaka? Kannst du sammeln, wenn du willst. Okay. Hölzer sind ganz cool, ganz wichtig. Und natürlich Batterien, Panzertape. Dann gibt's da wahrscheinlich auch hier irgendwie so Bunker oder so, wo wir das einsammeln können, oder? Ganz genau. Okay, oh, was ist denn hier los? Oh, da ist einer. Siehst du den mit der Maske? Ja. Die sind etwas stärker. Da hat der eine Gitarre in der Hand? Das sieht bei mir aus, als würde der Gitarre spielen. Nee, das ist ein Motor von einem Boot. Warum hat der einen Motor vom Boot in der Hand? Komm, lass den mal ficken. Willst du? Ja. Ach, der der benutzt den Motor als Waffe. Nice. Oh nein, Gary! Oh. Ich bin gestorben. Oh. Oh. Irgendwie habe ich gerade ein Flashback. Mir kommt so vor, als hätten wir genau diese Situation schon mal erlebt, Rappi. Die auch? Was? 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 Oh na, okay, Gary lebt noch. Perfekt. Da ist ja noch einer. Nutzt sie alle weg. Ja, die kaputt, Junge. Wieso ist die schon wieder im Game? Ey, gibt's irgendwie eine Schnelltaste, wo der sein fucking Walkie-Talkie immer weglegt? Ja, das wäre ganz nett. Das hört sich eklig an. Nein, der heißt nicht Kelvin, der ist Gary. Wer ist er hier? Zeig mir, der König ist. Oh wow, ich habe ihn geköpft. Holy moly. Was haben wir da gerade aus ihm rausgenommen? Ich kotze gleich. Seine Haut, seine sehr enge Schamlippenhaut. Die kannst du dir anlegen als Rüstung. Ich mag das Spiel nicht. Genau, guck mal, ob du was looten kannst. Ja, hier in den Hütten ist was drin. Ui, das Geld. Ist es sinnvoll, erstmal alles mitzunehmen und dann später auszusortieren? Muss man überhaupt aussortieren? Oh, nein, nimm alles mit. Wenn du voll bist, lässt es automatisch fallen. Okay. So, hast du vielleicht ein rotes Tuch gefunden? Ja. Hast du in deinem Inventar eine Flasche? Die Flasche läuft uns hinterher, das ist Gary. Oh, wow, der war gut. Also das große Menü. Ja. Mag mal die Flasche in die Mitte und ein Tuch und dann drück auf kombinieren. Ich habe keine Flasche. Okay, hast du Stöcker? Ja, aber wo sind die denn? Ich sehe die gerade nicht. Weiter nach rechts, du kannst dein Inventar rechts und links bewegen. Holy fuck. Okay, warte. Ich hab, da ist der Stock. Wow, wie groß ist denn das? Das geht nach links und rechts. Also RT kombinieren. Dann genau. Auf den Stoff kombinieren. Dann, wenn das Zahnrad voll ist, kannst du es ja drücken. Okay. Also irgendwas kreischt hier gerade rum. Ja, ich bin schon da und gucke. Ich habe eine Fackel. Ja, siehst du. Und wie findest du die Animation, wenn du das machst? Cool. Alter, aua. Oh, sorry, das war aus Versehen. Ich wollte das Ding weghauen. Ich gebe dir gleich aus Versehen. Oh, komm her. Guck mal da. Es ist Spider-Creep! Ey, wow, da ist einer am Boden. Bitte nach. Hauptschule! Oh, danke fürs Teilen, Leute. Come on, motherfucker, bring it on! Kelsey, please! Au! Ich bin gefährlich, ein Kannibalen und ich nehme den Hasen. Alter, der hat mir eine Kelle gegeben, ich bin direkt down. Ist es sinnvoll, X für Respawn zu drücken oder spawn ich dann wieder am Strand? Ich hol dich. Okay. Hold on. Danke. Hast du den Kannibalen getötet? Nein. Aber wir laufen jetzt einfach erstmal weg. Ja, ich hau mir nur eben kurz ein paar Pills rein. Gutes Frühstück, erstmal ein paar Pillen. Schön mit Milch. Ja, und du? Pillen. Ein bisschen Roastbeef, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Pizza. Nein, ich meine, was du zum Frühstück hattest. Na, ein bisschen Roastbeef, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Pizza. Oh, Pizza ist aber auch geil. Schöne kalte Pizza? Seid ehrlich, Chat. Kalte Pizza am Morgen, ja oder nein?
Ey, ich esse morgen zum Geburtstag Pizza. Ich habe jetzt schon lange keine Pizza mehr gegessen. Du weißt schon, dass ich heute Nacht um 0 anrufen werde? Ja? Ich versuche es so, aber du morgen früh um 4, halb 5. Musst du durch. Geil, ist wie eine Tür, musst du durch. Ja. Wo ist meine Waffe? Die musst du wieder in die Hand nehmen, im Inventar und dann auswählen. Am besten nimmst du die kleine Axt. Ja. El Exto. Das ist das Beil. Easy TV One, Pizza geht immer, ja safe. Oh. Auf jeden Fall. Oh wow. Da lag einer im Busch. You're a creep. Ich hab bei der Pause gestört. You're a weirdo. You don't belong here. What the hell are you doing here? Ich würde sagen, wir joggen hier noch so ein bisschen rein und dann gucken wir mal gucken, wie du dich beim Bäumefällen anstellst. Ja. Fäll den Baum. Und DBD-Vibe, was geht ab? Alles stabil, sag an. Frisch rasiert, alles gepudert. Ich frag für einen Freund. Nicht für mich. Hm. Das sagt er und alle grinsen. Komm, wir gehen mal hier hoch. Gibt es so, ich sag mal, so Safe Spots, wo man weiß, okay, da rennen jetzt nicht unbedingt welche rum, die uns ans Leder wollen? Nee, die sind überall. Die sind nackig und wild. Eigentlich so wie ich am Wochenende. Hm. Was hast du denn so gemacht am Wochenende? Du hast hier einen Stock liegen lassen, du Dödel. Ich hab's wie meine Katze gemacht. Oder mein Sack ist wie meine Katze meistens draußen. Gott, ey. Wow, was gibt's denn hier? Ein Stock und ein Brett und ein Seil und ein Knochen. Daraus mache ich mir gleich eine tolle Rüstung. Liegt der Loot immer für uns beide hier oder nur für jeden, also weißt du? Ich glaube, jeder hat seinen eigenen. Ich schlug dich schon ganz groß. Und du ja auch, ne? Ja, ich habe ein Jackett gefunden. Diese Neureichen hier. Und Geld. Was soll ich hier mit Geld? Ich glaube, daraus könnte man daraus Bomben bauen, Chat? Irgendwie sowas? War das nicht so bei The Forest? War im KitKat in Berlin. Was ging da? Erzähl, klär mich auf. Und wir sind jungfräulich. KitKat ist richtig geil. Have a break. Nein. Have a KitKat. Du bist geil. Du bist geil. Deine Mutter ist geil. Ja, das sagten die anderen 40 Leute auch. Bevor ich nicht bälle. Aber auch nur, weil du schon vergeben bist. An Huntelraptor vergeben. Ja, also einmal die Woche für 2 Stündchen auf jeden Fall. Meins. Komm schon, Gary, wir müssen weiter. Gary, Alter, das hört sich so falsch an. Das ist auch so geil, dass quasi ich immer dein Icon immer als so einen Kreis mit einem Pfeil sehe. Und weil dein Name Huntelraptor ist, sieht das immer aus wie Bushaltestelle. Warte, wait, was? Also dein Logo, wo du gerade auf der Map bist, sieht für mich immer aus wie Bushaltestelle. Nur in Blau. War dezent verwirrt. Ich meine, ich bin buschig. Verwirrt. Aber kein Bus, danke für den Follower. Die Verwirrung ist verwirrt. Siehst du auf dem GPS da diese Wasserbecken da, diese Pfütze? Nee, aber ich bin ja auch 8 Kilometer von hier entfernt. Ja, nee, auf dein GPS-Gerät müsstest du so einen Fluss sehen, so ein bisschen Bach. Ich höre gerade so ein komisches Keuchen. Ich weiß nicht, ob ich das bin oder ob hinter mir einer ist. Ich traue mich aber auch nicht, mich umzudrehen. Das könnte auch ich sein, wenn ich hinter dir bin. Keuche ich auch nicht. Nee, ich sehe dich ja vor mir. Boah, ich drehe mich jetzt um. Fuck it. Okay, da ist keiner, das bin ich. Okay, da kommt auf jeden Fall einer. Da war gerade so ein. Solange sie nichts machen. Boah, das Game sieht aber schon schön aus, ne? Und wir haben wechselnde Jahreszeiten. Echt? Ja. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Da ist ein Eichelhörnchen. Hier ist eine Höhle. Ey, sag bitte nicht, dass wir hier rumfahren können mit so einem Golf-Caddy oder wie das heißt. Nee. So, muss man eine Höhle angucken? Haben wir eine Taschenlampe? Ich muss mal gucken, ob ich eine hab. Nee, haben wir noch nicht, ne? War nicht in dem Beutel eine Taschenlampe drin? Kann sein, ich sehe sie gerade nicht. Schätze, dir eine Taschenlampe? Alter. Ich habe so viel Stuff hier, ne? Hast du dein Menü offen? Ja. Jetzt hast du unten so 2 Schalter, einmal rot, grün, blau und daneben so ein Sonnensymbol. Siehst du die?
Nee. Du hast doch rechts die Steine. Ja. Darüber das Messer und die Axt. Ja. Und ganz dezent links darunter hast du zwei Knöpfe. Ach so, ja, ja, ja. Da kannst du Licht anmachen und das Licht durchwechseln. Okay. Und was bringt das? Boah, kannst einstellen, wenn es geil aussieht. Es muss nur geil aussehen. Es muss nur geil aussehen. Es muss keine Funktion haben. Okay. Junge, ich mir nicht ins Ohr. Ich nehme weiß. Ganz langweilig. So bin ich. Langweilig. Oh, es ist aber fucking dunkel hier. Ja, wir gehen jetzt hier zu der Wasserstelle, die auf dem GPS ist. Und würde ich sagen, pflanzen uns da mal irgendwo hin. Ja. Dann kannst du mal so einen Unterstand bauen, so einen einfachen. Nice. Den wir immer und überall bauen können. Toll, ey. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Rolf Zukowski. Januar, Februar. Da ist ein Creep. Ja, wir gehen ein Stück weiter. Wir gehen einfach 3 Meter weiter, da lassen sie uns in Ruhe. Genau, hier im Wasser kannst du trinken, wenn du möchtest. Musst aber deine Waffe wegstecken. Glaube ich, meine ich. Wie stecke ich denn meine Waffe weg? Auf jeden Fall redest du wieder über Invoice. Danke, Mia. Fackel, ja, würde gehen, aber Taschenlampe ist einfach nicer. Oh, Blume, vielen lieben Dank. Wir sind schon im 5. Monat, wir haben bald unser Halbjähriges. Ey, du bist einfach genial. Weiterhin viel, viel Spaß mit deinen Mauts und Küsschen auf mein Nüsschen, wenn du magst. So, wie du einfach das Funkgerät noch im Game anhast. Ach, deswegen hast du mich gehört gerade wahrscheinlich. Ja, so magst du mal herkommen? Ja. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich meine Waffe wegstecke. Das ist mir egal. Okay, öffne mal dein Inventar, also das große. Oh, danke für den Halbzarten. Das, was du so vor dir ausbreitest. Ja, hab ich. Oben rechts hast du so Planen. Ja, Plane. Nimmst einen in die Hand. Wie mache ich das? Auswählen, oder was da steht. Ausrüsten, ja. Genau, und dann guckst du auf den Boden, wo du sie hinlegen kannst. Ja. Legst sie hin. Ja. Jetzt nimmst du einen Stock aus dem Inventar. Entweder in deinen Schnellrucksack oder halt du gehst nochmal rein. Je nachdem, wo du den Stock hast. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Okay, dann gehst du ganz normal ins Menü. Okay, ausrüsten. Nee. Ausrüsten oder kombinieren? Ausrüsten, ne? Genau. Das hast du ihn ja in der Hand. Ja, da ist jetzt so ein Pfeil, der nach oben zeigt. Genau, da drückst du einmal drauf. Also, dass der. Also, ja. Und jetzt hast du einen Unterschlupf gebaut. Der auf der Karte markiert ist, wo du schlafen kannst. Oder wir beide uns speichern. Das ist ja fantastisch. Und das kannst du, kannst es auch wieder abreißen und kannst überall aufbauen. Ich würde sagen, wir schlafen mal eine Nacht. Ja. Schlafen wir beide da drin? Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Deswegen bin ich mit dir im Wald. Ich habe gesagt, ich werde eine Höhle erforschen. Okay. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen. Seid ihr auch schon alle wach? Jetzt wird's spannend. Jetzt kannst du mal einen Stock in die Hand nehmen. Ich schicke unserem Boy hier schon mal Fisch holen. LT ausrüsten, ja. Guckst auf den Boden, dann müsste so ein Symbol sein, dass der kaputt macht. Dass du so. Dass der kaputt macht? Moment. Lass den du das mal Fisch holen. Also, wenn ich runter gucke, dann sehe ich einmal so ein Austauschsymbol und ein Häkchen. Ja, genau, also so ein V siehst du da, ne? Ja. Also auf dem Boden, so gestricheltes V. Ja, genau. Genau, dann bestätigst du, dass das machen soll? Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ah, und dasselbe nochmal? Genau da drüber? Also. Warte. Ich glaube, ich habe keinen Stock mehr. Ich muss mal kurz gucken. Nee. Warte, mach ich den Rest? I don't have a stock anymore. Aber dann könnten wir ein Lagerfeuer machen, ne? Genau. Oh, guck mal, nice. Rechts sogar so schon. So. Da ist auch ein Stock. Ja, und der Bruder hat uns jetzt hier Fisch geholt. Und den kannst du gerne aufnehmen und da reinschmeißen. Also wenn du ihn aufnimmst und das Feuer anguckst und also die Tasten. Nein, der isst ihn! Oder du machst Sushi draus. Also Bruder, Sushi ja gerne, aber das ist mir ein bisschen zu frisch, ehrlich gesagt. Bruder holt uns jetzt Fischi.
Gott, ich glaube, Gary ist einfach komplett durch, oder? Guck mal, wie der grinst. Der hat auch den Unfall gehabt, der hat ja ein Schädeltrauma, der kann ja nur noch sehen, der hört ja nichts und gar nichts mehr. Das ist der Dude, der aus dem Flieger gefallen ist, den wir noch festhalten wollten. Ja, aber Gary. So, ich habe uns mal einen Fisch hier reingelegt. Genau, so grob die Grundlagen. Wie lange braucht der, bis der durch ist, der Fisch? Der verfärbt sich dann. Ach so. Und dann einmal nur kurz antippen zum Rausnehmen, ne? Ja, oder direkt essen, wenn du gedrückt hältst. Okay. Also auch direkt essen. Ja, aber meine Gesundheit ist gerade voll. Das geht aber auch um deine Nahrung. Das Nahrungssymbol, was du neben der Gesundheit hast. Guten Morgen, guten Morgen. Da ist so eine... Dings. Okay. Boah, der braucht aber schon ein bisschen länger, wa? Ich hab den anders aufgesammelt. Wenn er ein bisschen braun ist, kannst du ihn essen, also einfach gedrückt halten, dieses. Der sieht bei mir noch ultra roh aus. Snack ihn dir einfach. Okay. Ah, jetzt habe ich noch einmal angetippt, jetzt habe ich ihn nur genommen. Jetzt gehe ich in mein Menü. Und sag LT snacken. Okay, der ist wirklich nur oben ein ganz kleines bisschen braun geworden. Egal, aber der hat auch nach dem Essen jetzt gesagt. Das macht er gerne mal. Hui. Der ist mir in die Axt gefallen. Du siehst ja ganz schön creepy aus. Gibt's hier auch so Ausweichmoves oder sowas? Du kannst blocken. Ah, okay, cool. Wow. Denkst du auch, du wärst ein richtiger Mofoller? Wow. Das hat sich gerade wie so ein Anfang vom Missy Elliott-Lied angehört. Hallo! Nein, 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 du hast dich mit mir angelegt. Das ist deine eigene selber Schuld. Das ist der Pet. Hallo. Genau der. Ja, reiß dir den Fisch, reiß ihn dir, du bist der weiße Hai am Land, du. Was haben wir denn hier? Da liegt ein Birdie. Aber der ist tot. Lederbeutel collected. Ich fange uns jetzt ein Reh. Vorausgesetzt, ich bin schnell genug. Ich glaube, wir haben exakt dieselbe Geschwindigkeit. Oder? Oh, nee, ich glaube, das geht auf eine Ausdauer. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Da kommt gerade ein Dude auf dich zu. Einer mit einem Speer. Hm. Oder? Nee, das ist Gary. Gary, du fleißiges Bienchen. Du kannst zwei Stöcke nehmen, dein Taschenmesser und Klebeband und kannst den Speer bauen. Oh, das ist eine sehr gute Info. Brauche ich zwei Stöcker? Ja. Aber hier, er hat gesammelt. Ich habe ihn sammeln lassen. Zwei. Drei. Und Tesafilm. Wo haben wir denn den Tesafilm? Also dieses blaue Tape. Ach so, okay. Und dein Taschenmesser da. Geil, Hälfte. Mann. Ich finde die Animation ziemlich genial. Das war jetzt echt cool. Wie kann ich mir hier Sachen auf mein Schnelldingens legen? Ja, wenn du in dem normalen Menü drin bist, also wenn du alles so groß hast. Ja. Den Rucksack in die Mitte legen. Wo ist denn hier der Rucksack? Da oben neben den zwei Koffern. Ach da, ja. Genau, und dann gehst du auf den Gegenstand, also du kannst die Gegenstände reinpacken. Ah, ich kann zum Beispiel jetzt den Stein entfernen. Was ist das hier? Eine Leuchtfackel. Heidelbeeren, geben die viel Energie oder sind die kacke? Du kannst nebenbei mal snacken, wenn du nichts anderes hast. So aus Langeweile beim Vorbeilaufen. Okay. Genau. Aus Langeweile, sagt er. Okay.
Ich habe einfach 3 Uhren eingesammelt, geil, Mann. Das ist gut. Und Pia, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Wie war dein Tag noch so? Autsch, ja, ich bin natürlich durchs Feuer gerannt. Alles ins Wasser. Geil, unter Wasser macht mein Charakter so. Ich hab hier deine Plane nochmal. Wenn du die haben möchtest. Achso, die packen wir jetzt ein, weil wir weiterziehen. Genau, noch ein bisschen. Und hier hast du noch Stöcke. Okay. Perfekt, Mann. Was soll ich tun? Ich habe verstanden, ich habe Wasser im Ohr. Ich habe Wasser im Ohr. Komm, Gary. Du hast ja dein GPS bestimmt in der Hand, ne? Links, in der linken Hand. Nee, gerade nicht, aber kann ich mal eben machen. Ja. Also die Map. Joa. Ja, jetzt hab ich's. Ja. Wir laufen gerade auf so einen Punkt zu, der blinkt. Genau, siehst du vorne den pulsierenden Punkt? Ja, da gehen wir hin, ne? Ja, dachte ich mal. Das meine ich, die Ausrufezeichen, diese Punkte und die Höhlen werden dir schon angezeigt und das nimmt dir halt das Erkunden so ein bisschen raus. Ah, okay. Das sind halt die wichtigen Punkte im Game. Ja gut, aber wenn die Map wirklich so ultra riesig ist, dann ist es ja wahrscheinlich sinnvoll, dass sie es so gemacht haben. Ja, aber ich glaube, du erkundest so ein bisschen und findest das Ding irgendwie, wie du dich dann freuen würdest. Ja, klar, das stimmt natürlich auch. Aber vielleicht gibt es ja hier ein paar Höhlen, die nicht markiert sind, so extra Dungeons oder so, weißt du? Rechts ist ein Lager. Komm her, Daddy Braun. Oh, wow. Vielleicht, aber nur vielleicht habe ich den Weg getan. Autsch. Nicht auf mich. Entschuldigung. Da ist noch einer. Nee, das ist ein Reh. Man kann sie verwechseln. Ja, weil die beide halt so beige sind. So Hautfarben irgendwie. Okay, wir laufen zu dieser Höhle hier, ne? Weil unter mir wird auch noch eine angezeigt auf dem GPS. Wie kann ich denn hier das... Was denn? GPS ver- Wie kann ich denn das GPS vergrößern? Also bei mir ist das Mausrad klicken. Also ich muss das Mausrad reindrücken. Okay. Das geht bei mir leider nicht. Aber egal. Wir kommen ja auch so klar. Vielleicht werde ich die nächste Session dann tatsächlich auch mal mit Maus und Tastatur ballern. Kenn's. Aber ich bin nicht so bewandert im Umgang mit Maus und Tastatur. Von daher... Ja? Bin über den Fluss gegangen. Richtung zu dem Punkt. Ich muss so ein bisschen weiter links. Hier müsste das, glaube ich, irgendwo sein. Da. Ja. Ja, moin. Okay. Hello there. What's going on? Wo ist denn hier der Eingang? Wir brauchen hier eine Schaufel anscheinend. So ist das hier ein Schaufelsymbol. Ein Theolodit oder wie das Ding heißt. Theodolit. Oh. Okay, hier liegt zumindest schon mal ein Stock. Vielleicht können wir uns eine Schaufel bauen. Die Frage ist nur, wie. Ja, das weiß ich, Benno. Das weiß ich. Das weiß ich. Es gibt ja schon zigtausend Speedruns und so, weil das GPS hier das ganze Spiel ja nimmt. Ey, ich guck einfach mal in unser schlaues Handbuch. Vielleicht steht's ja da drin. Okay, Lagerfeuer. Was ist das hier? Was heißt denn Modus wechseln?
Spartiaten! Was ist euer Handwerk? Au! 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 Hallöchen, lieber Blackhawk, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Sons of the Forest. Einem bis jetzt sehr schönen Spiel. Rappi, weißt du, wie man eine Schaufel baut? Nee, ich glaube, die müssen wir finden. Ach so, okay. Weiß nicht, wo sollen wir als nächstes hin? Such du mal was auf dem GPS-Gerät aus. Ja, ich sehe bis jetzt nur diesen... Nee, Moment, da ist auch noch was. Okay, folge mir unauffällig. Wir können auch die lila Ausrufezeichen anlaufen, ne? Oder die grünen Punkte. Achso, ja, dann gehen wir mal hier zu dem lila Ausrufezeichen. Okay, ich folge dir. Sind das quasi so Quests oder was? Oder was ist das? Nein, das Spiel sagt dir, komm hierher, hier kriegst du was und jetzt geh dahin. Ah, okay. Ja, was vielleicht gibt's ja da eine Schaufel, das wäre ja mal was. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich hab keine Ahnung. Ich nix wissen. Hey! Ja, wir sind verhext. Füreinander bestimmt. Ja, oh. Mann. I was made for loving you, baby. Hallo zusammen. Naja, es geht. Liege flach mit Magen-Darm. Oha. Gute Besserung, mein Lieber. Achso, solltest du irgendwo eine dreibeinige Frau sehen? Ja. Waffe wegstecken? Und dein Schlong auch? Und keine aktiven Bewegungen, weil die können wir irgendwann ins Team aufnehmen. Die können wir ins Team aufnehmen? Ja, oder in Team nehmen, wie du willst. Mal gucken, ich muss sie mir erst angucken. Sie hat drei Beine. Wie erotisch soll eine Frau noch sein? Na, das mag ich nicht, weil ich habe auch drei Beine und das ist mir dann zu gleich. Weißt du? Ist hier Musik? Digga, hier ist ein Lager. Ja, geil. Party. Vielleicht haben die hier eine Schaufel. Geil, Mann, warte mal, Alter. Wusstet ihr, dass ihr... Warte mal, wo ist unser Buddy? Lass mal die Musik laufen. Er kann... Viele wissen das gar nicht. Warte, nimm Gegenstand. Nein, warte. Achso, oh, da ist ein Creep. Da sind Creeps. Ja, du kümmerst dich drum. Hol Radio und folge mir, Leute. Das wissen viele gar nicht. Er kann das Radio nehmen. Wo ist er denn hier? Da. Komm. Gute Pillenparty, jetzt wirken sie, die wir am Strand genommen haben. Die guten Smiley-Pillen. Ja, komischerweise sind diese Creeps hier auch gerade erst aufgetaucht, nachdem ich mir Pillen reingeschmissen habe. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, ob sie echt sind. Achso, der Dude, hör, weil die Dudes da sind, ne? Ich hätte gerne Pumpgun. Alter, ich hab dich doch hier halb aufgespießt, man. Verpiss dich doch mal, du Otto-Gesicht. Du Otto-Gesicht! Oder wie Chevy sagt, du Hundegesichtiges! Wo ist denn der sportliche Dschungelboy? Kann man nicht hier ein Fadenkreuz aktivieren, dass man auch mal irgendwie so ein bisschen einen Indikator dafür hat, wo man überhaupt hinschlägt? Da, wo du hinguckst, haust du hin. Super. Auf deinen Nacken. So, wo ist unser Bruder? Da sind ja noch mehr. Warum trage ich den mit mir rum? Oh, eine dicke Axt. Nimm die dicke Axt, die der Dude hat. Wo denn? Der da sitzt. Eine dicke, fette Axt zwischen seinen Beinen. Ach so, warte mal. Die habe ich, glaube ich, sogar schon eingesammelt. Oh, nimm die. Nimm sie deine männlichen Hände. Ja, Mann. Dankeschön. Und Sons of the Forest ist der Hammer. Ja, mir gefällt es bis jetzt auch echt gut, muss ich sagen. Ja, aber nochmal, ich muss kurz Partypin einschmeißen. Damit die Musik besser droppt. Okay, der hat's hinter sich. Okay, hier ist noch einer. Raus von meiner Packstelle! So ist unser Buddy.
Mein Dude sagt, er ist durstig. Dann musst du hier an die Pfütze gehen und was trinken. Ne, ich hau mir einen Energy Drink rein. Aber warum? Willst du den verbrauchen? Den können wir für die Höhlen noch aufheben. Ding, da haben wir kein Wasser. Boah. Kannst du auch einen Energy Drink. So, wo ist... Wie hast du ihn genannt? Gary? Gary. Okay, muss ich da die Konservendose... Ne, mit dem Messer kann ich es nicht kombinieren. Dosenöffner? Aber der kriegt ja auf die Fräse. Oder liegt er? Habe ich denn einen Dosenöffner in meinem Inventar? Wenn, dann ist er links unten. Links unten, okay, ich guck mal eben. Nope. Nee, dann hast du keinen. Okay. Aber der Dose ist auch Essen, wenn, dann musst du so einen Energy trinken. Oder die Pfütze hinter dir. Achso, ich kann mir einfach ein paar Beeren reinziehen. Ja, die geben nicht so viel. Das ist hinter dir eine Wasserquelle einfach. Lädt die auch wieder meine Energie auf? Dein Leben? Ja. Oder, für das Rote, dein Leben musst du Pillen nehmen. Trinken und Essen ist Ausdauer. So, warte, jetzt kommen wir hier. Boy. Okay. Nimm Gegenstände. Nein. Warte, hier. Hatte seinen Vorgänger immer gespielt und das war auch super. Ja, ich muss sagen, den ersten Teil habe ich auch mal gezockt. Mit Freunden zusammen, aber der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber vielleicht muss ich dem Gamer einfach nochmal eine Chance geben. Boah, die Mucke fetzt. Nicht das Radio? Coconut Cherry, Future Bar. Protein for when. Da, Leute, der nimmt das Radio. Geil, Mann. Ey, Gary, du siehst ja richtig schnieke aus. Gary, du bist ein geiler Typ. Nein. Ich hab dich anfangs für ein bisschen doof gehalten, aber eigentlich bist du ganz cool, Gary. Gary, du bist ganz geil. Socke. Grüße an Rappi vom lieben Blackhawk. Oh, viele Grüße zurück. Das Radio kann ich mehr nehmen. Why? Tell me why. Ja, Isa, schön, dass du wieder am Start bist. Okay, du hattest hier irgendwas, wo wir hin wollen. Was machst du da? Betest du? Ich? Ja. Okay, du hattest was, wo wir hin sollen? Ja, hier ist ein lila Ausrufezeichen, da würde ich einmal hingehen. Ich folge dir. Oh, sehr schön, Stöcker. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie hoch. Können die so Felsen hochklettern? Das glaube ich nicht. Okay, dann müssen wir einfach nur außen rum so ein bisschen gehen. Okay, ich folge dir mal. Ah, follow. Und du hast hier freies Bauen. Das ist mega geil. Was heißt freies Bauen? Man kann einfach irgendwo hin klatschen? Im ersten Teil ist ja Blaupausen. Ja. Die kannst du auch nutzen, aber du kannst auch selber die Stämme auf den Boden legen, stapeln. Ach, geil. Du kannst ein riesiges Viereck machen. Okay, das Piepen wird immer schneller und lauter. Da oben hängt ein Dude, ist der das? Ist die Frage, wie wir jetzt da hochkommen. Okay, irgendwas kreischt hier rum. Du hast sie aufgeschreckt. Ich hab sie aufgeschreckt? Mit deinem Steroiden-Geruch. Diese Männlichkeit, damit kommen sie nicht klar. Männlich. Ah, guck mal, hier kommen wir durch. Ist es das hier? Ich glaube, das sei. Ist das nicht der Dude? Was für ein Dude? Das Seil, der da am Seil hing. Hast du den schon abgemacht, oder was? Nee, noch nicht. Du darfst gegen das Seil hauen, wenn du willst. Ich sehe nur ein Seil. Ich sehe nicht, dass da einer hängt. Den haben wir doch von unten gesehen, gerade. Achso, ja, ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass du es gesagt hast. Ach also so. Das Seil müssen wir jetzt durchtrennen, oder was? Ja, mach mal. Gedrückt halten, ja. Hopp. Können wir nochmal nach unten. Okay, den können wir dann wahrscheinlich looten, weil er jetzt was gedroppt hat oder so, ne? Schätze ich mal, was piept noch. Okay. Das heißt Quadrat. Was meinst du, Sammy? Oh, erstmal schön, dass du da bist, mein Lieber. Uiuiuiui.
Piep, 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 piep. Da ist er. Nicht Viereck. Ach so, ja. Boah, schwierig, Sammy. Schwierig. Viereck. Ich sag beides. Ob man Quadrat oder Viereck sagt. Ach so, ja. Da haben wir wieder Xbox und Playsee da, das Gespräch. Ja. Okay, ich habe alles von ihm eingesammelt. Okay, guck's mal, ob du links Flaschen... Ah, der hat eine Taschenlampe. Oh, sollen wir eine Höhle? Ja, hast du, können wir machen. Flaschen und rote Tücher? Ich habe rote Tücher und Wodkaflasche, ja. Kann sein, die kannst du kombinieren zum Molotow. Molotow! Ah, okay, das macht Sinn. Geil, Mann. Dann, keine Ahnung, hier ist direkt eine Höhle sogar. Wer ist das sinnvoll, alle direkt zu Molotows zu machen? Ja, hab ich gemacht, ja. Brum, 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 brum. Ich finde diese Animation ziemlich geil. Ja, also die sind natürlich einfach 1500% zu schnell, aber... Das Ganze ist übrigens auch noch nicht fertig, ne? Das ganze Game. Ja. Das vergessen auch viele. Ist noch gar nicht komplett fertig. Und das, was sie jetzt angekündigt haben als nächste Patches, sind voll sinnvolle, ist voll der sinnvolle Kram. So, zur Warnung. Die Höhlen sind gefährlicher. Ja. Und könnte ein bisschen stressig werden. Ja, nice. Oh, du redest wieder Invoice. Stress ist mein zweiter Vorname. Was drückst du eigentlich immer, dass du Invoice redest? Ich hab's zum Beispiel rausgekommen. Stress ist mein zweiter Vorname. Over. Nein, ich höre dich, aber du redest doppelt. Ja. So. Ich höre es auch doppelt dann. Ja, es ist einfach nur, wenn du das Walkie-Talkie rausnimmst. Ach so, das ist in der Hand, oder? Ja, ja, wo ich gerade durchgewechselt habe. Ach so. Suchst du die Raptorin? Ist die Raptorin die mit den drei Beinen? Oder was? Nee, nee, Sammy Tron hat gerade geschrieben, suchst du die Raptorin? So, das kann sein, dass er die meint. Okay. Achso, willst du einen Baum fällen? Hier fällen wir einen Baum. Ja, wenn ich bei dir bin, mache ich das gerne. Ich hoffe, er kommt da hoch. Jawohl, Mann. Nee, das ist die an der Stange. Ah, okay. Die haben wir noch nicht gesehen, aber wir zocken ja auch noch nicht so lange. Muss auch so ein bisschen im Halbkreis laufen, das ist schon relativ logisch. Ja. Und der fällt dann auch in die Richtung, wo man es jetzt halt hier wegschlägt wahrscheinlich, ne? Oder muss man einmal komplett drumherum schlagen? Na, du musst halt so schlagen, dass er kippen kann. Also du kannst ihn in eine Stelle rein, du musst so ein bisschen Halbkreis schlagen. So, dass er in eine Richtung wegknackt. Können die Gegenstände auch irgendwann verbraucht werden? Nein, nur Essen und so. Ja, du musst ein paar Mal rein und dann nur so ein Stück rüber, genau. Hast du da echt einen Keil reingeschlagen auf der Vorderseite, damit er da hinkippt? Ja, klar. Das kannst du natürlich ein. Du kannst jetzt auf den Boden gucken und ihn dir selber hinlegen, hinstellen. Also ohne Vorlage könntest du jetzt bauen. Ja, okay, dann Hast du die Taschenlampe in der Hand? Jetzt schon? Ja. Ist wahrscheinlich nicht so schlau, weil der Akku leer gehen kann, ne? Ja, Batterien, ich weiß nicht, hast du Batterien? Das ist überall. Nee, ich mach mal aus. Ich will mal hier gerade gar nichts in der Hand haben. Okay. Was wäre denn sinnvoll zu bauen? Hier gar nichts, weil wir keine offene Fläche, kein Wasser, nichts haben. Okay. Ich wollte dir nur gezeigt haben, dass das geht. Ah, theoretisch könnte man dann ja jetzt hier aus diesen Baumstämmen eine Wand machen, ne? Ja, oder ein Haus bauen. Wenn ich hier nach oben gucke,
Dann, was? Dann zeigt er mir so eine Spitze an. Dann kannst du anspitzen, wenn du den Bogen gerammt hast, wenn du so einen Wall bauen willst. Geil, Mann. Krass. Das ist ja nice. Der hat einfach eine Ninja-Rolle in den Tod gemacht. Chat, habt ihr das gesehen? Gary? Nein, der Eingeborene. Der rollt sich zur Seite und fällt einfach den Berg runter. Auf Liebe. Ist sein Freund hinterher? So wie der Potter. Was meinst du, Sammy? Manchmal muss ich nachfragen. Manchmal verstehe ich nicht ganz genau, was du meinst. So. Oh, eine Schleuder. Oh, danke für den Halbzarten. Wir gehen jetzt gleich mal in die Höhle mit dem lieben Pet. In unsere erste Höhle tauchen wir ein. Hast du den noch nicht gesehen? Den Typ mit Besen und der Stange? Meinst du hier bei Sons of the Forest? Nee. Nee, der hat was für dich hier. Das Tuch. Oh, hallo. Oh, ein Arm. Sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. Ja, der in der Mitte hat eine Schleuder, wenn du die haben willst. Oh, geil, Mann. So, Weißt du, anstatt wir uns diese geile Kleidung mitnehmen, so als Ersatz, oh. Nö. Ich liege gleich, warte mal. Pack das Ding weg. Wie meinst du jetzt? Hier war so ein Dude. Pack dein Ding weg. Ich wollte unserem Boy eine Aufgabe geben in der Zeit. Und zwar... Hallöchen, Sammytron, wie ist die Badewanne? Wie einfach direkt davon ausgegangen wird, dass Sammytron in der Badewanne sitzt. Natürlich ist er in der Badewanne. Wo auch sonst, ne? Ich muss mal einmal kurz bei mir in die Einstellung rein. Also irgendwie läuft das Game bei mir nicht so richtig flüssig, ehrlich gesagt. Oh nein. Kann ich da irgendwas... Aber ich habe schon alles auf Low. Was ist denn Screen Space Spiegelung? Spiegelung im Game. Was hat dies das? Komm her. Taktschatten. Chromatische Abweichung. Gucken, was jetzt besser ist. Anzeige. Oh, Moment. Ich bin gerade einmal aus Versehen raus aus dem Game. Bist du noch da, Pet? Ja. Ah, okay. So, okay, sorry. Musste mal eben kurz hier was einstellen. So. Genau, unser Boy, den können wir auch Sachen bauen lassen. So, sollen wir kurz schlafen, dann Feuer machen und dann in die Höhle? Ja, können wir machen. Okay. Eine Sekunde, ich muss noch kurz was nachgucken. Ich will die ausrüsten. Okay, gut. Also einfach jetzt hinlegen, ne? Genau, eine Pause machen. Das Komische ist, können wir uns beide nur gleichzeitig hinlegen? Ja. Okay.
stehe vor, ich warte. Ja, ich stehe auch davor, der sagt A drücken zum Schlafen. Ja, ich habe eins von zwei. Aber A ist bei mir springen, warte mal. Gedrückt halten? Ja, halte ich. Willst du dich da balken? Nein, der springt dann halt immer nur. Was hast du denn vorhin gemacht? Ich weiß es auch nicht. Stand davor, bin gesprungen und irgendwann hat er sich dann halt pennen gelegt. Warte mal eben kurz. Jetzt wird er wahrscheinlich dann hier, Sekunde, bestätigen sein oder so. Zerlegen, nein. Schlafen, A, okay. Dann mache ich Schlafen mit Y. Ich sagte, was du drücken musst. Okay, mal gucken, ob der es jetzt angenommen hat. Ja. Alter, zeig doch jetzt das Symbol hier an. So, jetzt. Oh, war eine nice, Geburt, ey. So, jetzt lass mich ihn. So, die ist ein sportlicher. So ein Schulhoftänzer. So. Wo ist unser Boy? Sollen wir den nicht killen? Ach, der ist schon tot. Gekillt? Ja, ja, das sah bei mir so aus, als würde der da hocken. Okay. Kelvin! Der heißt nicht Kelvin, der ist Gary. Meinetwegen auch Gary. So, ich erstmal kurz was. Ey, ohne Scheiß, weißt du, wie du aussiehst? Jetzt fällt's mir gerade ein, wie Stan Lee. Du siehst original aus wie Stan Lee. Echt? Ja. Schüss. So ein richtiger so. Pimp. Dann lass uns mal hier in die Höhle rein. Ja. Mach mir nur kurz eben eine Kiffe für den Weg an. Oh, wie nehme ich eigentlich die Taschenlampe in die Hand? Ah, okay. So, dann rein da. Das gute Loch. Ja. Einmal rein in die Spalte mit uns. Zu zweit in eine. Rein in die Olga hier! Weil hier wird es jetzt ein bisschen stressiger. Du hast ja ein paar Cocktails und so, ne? Ja. Okay. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir genug Batterien mit haben. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht nachgeguckt. Warte mal. Doch, ich habe zwei Pakete Batterien. Kann ich dir irgendwie was geben? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe Sauerstoff gefunden. Sauerstoff? Easy TV fragt, ey Jungs, was sind so die nächsten Videoprojekte, die ihr geplant habt? Also ich sitze gerade an einer sehr umfangreichen Retrospektive zu Silent Hill Origins. Das kommt als nächstes. Und der Chris, unser neues Radio Raccoon-Mitglied, der hat sich ja jetzt auch ein Setup zugelegt und der will jetzt auch anfangen mit Videos schneiden für YouTube. Und der hat auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen in Planung. Guck mal, hier ist ein Strahler, so. Achso, okay, ne. Den lassen wir mal an. Aber ne? Hier kann man anscheinend nichts machen, hier kommen wir anscheinend irgendwie zurück, wa? Nee, komm mal runter. Guck mal hier. Hier ist so ein kleines Loch. Achso, nee, da kommen wir nicht rein, ne? Okay, dann geht's hier wohl um den Sauerstoff. Gut. Dann suchen wir uns eine andere Höhle, wa? Ja, machen wir. Müssen wir mal eben kurz was einstellen. Es tut mir leid, aber es kommen halt manchmal so Dingens dazu, Aktionen, wo ich dann erst merke, okay, das muss ich umstellen, weil das ist scheiße. Ja, kein Problem. Hey, die aus Köln, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Oh, da ist die Dreibein. Was ist das denn hier? Achso, hocken an, aus. Ja, das will ich nämlich machen. Alles klar, boah, perfekt. Wenn du rauskommst, oder schick mal deine Waffe weg, bevor du rauskommst, weil hier ist die Frau Dreibein. Warum darf man bei der keine Waffe in der Hand halten? Damit sie Vertrauen aufbaut. Ah, okay. Sie wird die ersten Male immer wegrennen. Und irgendwann fängt sie an zu tanzen und so, und dann nach und nach, und immer kann man ihr eine Pistole oder sowas in die Hand geben. Okay, geil. Ich muss nur einmal kurz gucken, wie ich die Waffe hier wegstecke. Sie ist schon wieder weggerannt. Also kann ich Waffe behalten? Nee, sie tanzt da.
Oder nee, sie guckt, sie tanzt nicht, sie spannert. Und unser Boy bespannert sie. Und baue ein Feuer. Lass ihn jetzt ein Feuer bauen und dann lass ihn Fische sammeln. Oh, die aus Köln, das wäre mega lieb. Inventar, Feuerzeug, Gebrauchsgegenstand, Buch, Primäraktion. So, hol ich und fallen lassen. Warum gibt's hier keine Aktion mit Waffe wegstecken? Bei mir ist es G. Also du müsstest auch eine Button haben. Links fallen lassen, Inventar, Springfeuerzeug, nachladen, rennen, nehmen, zerlegen. Wir sind Geld, wir sind reich. Anwenden. Zurücksetzen, nächste Seite. Was hast du gerade weggeworfen? Ich? Ich habe gar nichts weggeworfen. Siehst du sie? Also er fängt da. Nee, ich bin ja noch in der Höhle, weil ich nicht weiß, wie ich meine scheiß Waffe wegstecken kann. irgendeine Taste, Schultertaste so? Nee. Das ist Sons of the Forest. Eigentlich nur überleben und nebenbei Sachen entdecken. Was ist denn da? Ist er dein Dad? Vor dem hätte ich auch Angst. Kniee nieder vor dem Mann mit der Axt. Ich habe das Feuer erfunden. Du bist nichts. Der große weiße Mann. Mit der Technik. Ich habe Feuer gemacht. Genau so ein Ding wird das. Ja, es kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie meine scheiß Waffe wegstecken können. Du drück doch dafür mal ganz kurz die G-Taste. Auf der Tastatur, ganz schnell. Über den Controller bewegst du, ist er ja wieder übernommen, oder nicht? Ja. Ist ja auch irgendwie kacke, ey. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass das so... Weißt du? Du musst jetzt halt mal in die Einstellungen gucken. Okay, ich komme jetzt mal eben kurz raus. Ja. Und bei der müssen wir uns halt vorsichtig nähern. Mhm. Hier mal diese Symbole um einen Kreis drum, ne? Also da ist ja einmal hier dieser Arm, der so am Flexen ist. Dann Wasser ist für Trinken. Und was sind die anderen beiden Sachen? Diese Keule ist Essen, Hunger. Mhm. Der Punkt ist, du bist müde. Okay. Und jetzt lassen wir gerade Fisch holen und dann machen wir uns hier Fischi-Fisch. Okay. Der fängt das Ganze und sie steht da vorne. Und sie wird sich ab und an uns nähern. Und irgendwann vertraut sie uns. Also jetzt fängt sie an zu tanzen und so und dann vertraut sie uns irgendwann. Gott, ist da, das sieht so creepy aus, ne? Aber Easy TV am Morgen, also am Morgen. Morgen kommt auch eine neue Podcast-Folge und darauf die Woche kommt schon wieder eine neue Podcast-Folge. Da haben wir zwei sehr coole Gäste da. Also auch in einmal als normalen Podcast und auch in Videoform auf YouTube. Okay, die ist echt ein bisschen scheu, ne? Naja, die kommt manchmal ein bisschen näher, dann rennt die wieder weg. Okay. Oh, ich packe hier geil. Fische auf. Was ist nochmal einsammeln? Antippen oder gedrückt halten? Warte, ich muss selber gucken. Ich probiere es einfach. Okay, ich habe ihn eingesammelt. Okay. Einsammeln ist nur gedrückt. Also gedrückt halten ist verbrauchen. Wir sind aber schon fischig drauf. Ups, pass auf. Ich mach jetzt Feuer. Nee, wir haben doch schon Feuer. Ach so, okay, ich mach kein Feuer. Ich sammle es wieder ein. Da ist, nein, ich hab Feuer gemacht. Da ist Fisch auf dem anderen Feuer. Kannst du Fisch essen.
Wir können ja auch zwei Feuer und zwei Fischis machen, dann sind wir sogar schneller. Ja, die verbrennen irgendwann. Aber du kannst da mehr ranpacken. Ach so, okay. Oder du kannst auch so einen Riegel aus deiner Tasche essen. Ich kann mir auch einen Arm grillen. Ja, aber das ist nicht so gesund. Ich leg dir einen Fisch rein. Ich leg mir auch noch einen rein. Genau, jetzt muss ich noch einen Fisch verbrennen. Die Fische kann man die auch dann, also wenn die gebraten sind, mitnehmen, ja, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob die ablaufen, das weiß ich nicht. Chat, laufen die dann ab? Ihr wisst das, ihr seid schlau. Freue mich auf den Content. Könnt ihr schon spoilern, wer die Gäste sind? Nein, das machen wir nicht. Aber ich kann so viel sagen, also bei der Folge, die morgen rauskommt, da sind Chris, Chevy und ich zu dritt. Dann bei der Folge danach kommen zwei geile Gäste und danach die Woche kommt auch wieder ein geiler Gast. Und danach die Woche kommt ein richtig geiler Gast. Also wir haben coole Leute am Start die nächsten Wochen. Und geile Gäste. Und geile Gäste. Also antippen zum Einsammeln. No, hast du jetzt noch einen draufgelegt? Ja, ne? Ja, da müssen zwei sein. Okay. Kannst du beide essen. Es tut mir leid, wenn ich mich hier gerade noch ein bisschen dämlich anstelle, aber also so, ich mag das Spiel, aber so eine Art von Spiel habe ich halt irgendwie nie großartig gezockt. Also dieses mit dem ganzen Bauen hier und so. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Und wenn der Controller dann nicht richtig eingestellt ist, dann ist das besonders schwer. Aber es wird. Es wird. Ich bin zuversichtlich. In dieser Richtung, siehst du da die zwei andere Höhle? Zwei weg. Ja. Sollen wir da hin? Das können wir gerne machen, ja. Weil die Höhle war ja jetzt ja, unspektakulär. Und ich, lieber EasyTV, freue mich, dass du dich darüber freust. Na, lass mal losjoggen. Dafür machen wir den ganzen Quatsch ja, damit wir Leute unterhalten und glücklich machen können. Du kannst ihn beglücken. Oh, Rapi. Ich weiß gar nicht, ob es da Fallschaden gibt. Ich find's mal raus. Nein, anscheinend nicht. Oh, ich bin gut geglitscht. Ich bin auch die Wand einfach mal lang geglitscht hier. Son of a glitch. Komm mit mir, wir glitschen durch das Land. Mach's dir bequem, aber schnall dich bitte vorher an. Nochmal hier das Gesicht waschen. Ich bin müde, ich bin sehr müde. Steht bei mir. Ja. Dann bauen wir hier vorne. Also wir gehen hier noch den Bach runter, dann wollen wir ein Lager aufbauen. Ja. Können wir gerne machen. Wird man müde, wenn man nicht mehr so viel Energie hat? Wahrscheinlich, ne? Also ja, genau, der Halbmond, der nimmt dann ab. Also der Kreis um den Halbmond rum. Das ist so ein blauer Kreis und wird, glaube ich, rot dann. Ja, der blinkt bei mir die ganze Zeit schon rot. Schon seit einer Viertelstunde. Dann legen wir uns hier vorne ans Wasser und schlafen ein Stündchen. Alles klar, machen wir das. Höhle gleich. Hallöchen, liebe Susi. Schön, dass du da bist. Mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir auch. Hier habe ich mir im Solo, glaube ich, mein Häuschen gebaut. Irgendwo hier. Ach so, und das steht dann da auch noch, oder was? Ja, auf meinem Speicherplatz, ne? Ich habe ja noch einen extra einen einzelnen. Ach so, ich dachte, der wird dann quasi jetzt hier auch übernommen werden, aber ja, okay. Nee, leider nicht. Ich würde sagen, packe ich hier meine Plane für uns hin. Mhm. Darf ich den Stock reinstecken? Kannst auch einen zweiten machen. Ausrüsten. Und so. Ist schon geil gemacht. Ist schon cool, ey. So, speichern so. Und dann einmal hinlegen, wie es sagen wir. Ja, ich mache hier nochmal eben einen zweiten rein. Sehr schön.
Könnten wir auch noch hier einen rein? Krass, wir können da auch noch einen reinmachen. Du kannst hier unendlich lang bauen auch, theoretisch. Vielen Dank der Nachfrage, lieber Pat. Euer Game sieht sehr gut aus. Ja, es macht auch sehr Spaß. Das ist der zweite Teil von The Forest. Das ist ein richtig cooles Game. So, erstmal speichern. Und dann pennen. Genau, wir können ja sonst mal... Ich würde sagen, wir schlafen direkt nochmal, damit Tag ist. Ja, besser ist es. Wir können auch sonst mal nächstes Mal eine Stunde vorher uns ein bisschen was aufbauen, ein Häuschen oder so. Und dann sehen die Leute das auch. Ja. So, jetzt nehme ich meine Plane mit. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier nochmal eine Plane aufstellen, dann wird sie uns als Haus markiert. Dann können wir uns hier diesen Platz merken, so gesehen. Ja. Ich finde den eigentlich ziemlich schön, ne? Glaubst du, das ist hier eine gute Location? Ja, wir haben hier Wasser, hier können wir Feuer machen, hier kann er Dings sammeln, Fisch. Ich habe aber ganz tolle Hunger. Ich muss den jetzt erstmal hier im Feuer machen lassen. Ja, oh, ich habe auch Hunger. Ich kann dir aber auch noch einen Fisch aus meinem Menü geben. Den kannst du ruhig essen, ich lasse ihn gleich welche fangen. Okay. Würde ich sagen, lege ich uns hier eine Platte hin. Da haben wir hier immer so einen Hausraum. Ja, perfekt. Also dann haben wir so einen Basispunkt. Jetzt kannst du ihn mal anschnacken und sagen, er soll Fisch holen und fallen lassen. Ja. Der ist so geil, ey. Folge mir, nimm Gegenstand, beseitige, mach Pause, bleib hier, baue hohl. Hohl? Aber nicht Stöcker, sondern Fisch. Genau, und ihn soll dann hier fallen lassen. Und, genau, fallen lassen. Okay. Jetzt müssen wir kurz warten. Ich trinke in der Zeit, schluck hier aus dem Pinkelbach. Soll ich da mal eben ein Lagerfeuer machen? Oder haben wir hier schon eins an? Hab ich schon machen lassen. Ach da, ja, okay. Alles klar. Wir können auch ihm eine Blaupause hinstellen. Also wenn wir nicht selber bauen wollen, sondern eine Vorlage. Und können sagen, er soll fertig bauen. Und währenddessen gehen wir ja Kunden oder so. Das könnten wir auch machen. Also, Farina, oh, okay, ja, der Fisch, der verrottet tatsächlich nach einer Zeit. Ja? Ja. Aber jetzt holt er ja Fischi. Der ist so stumpf. Kann ich den denn fallen lassen? Achso, RT fallen lassen, okay. Gary brennt? Ja. Okay, Gary brennt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo jetzt. Will er noch Fisch oder hat er das vergessen, weil er im Feuer stand? Das kann sein, aber. Aber wir haben zwei Fische. Aber der nimmt auch gerade keinen Auftrag hier an. Gary, kannst du uns bitte helfen, Gary? Okay, ich glaube, der ist gut. Snacken wir uns den mal rein hier. Lecker, lecker! Okay, der war aber auch nur angebräunt. Richtig durch war der noch nicht. So, was ist das hier? Energieriegel? Knall ich mir auch mal einen rein. Obwohl, die, da hast du gesagt, lieber für die Höhle aufbewahren, ne? Genau, wir gehen ja jetzt gleich in die nächste. Okay. Wir gehen ja gleich in die nächste. Danke für den Sound und für den halben Herz, Kaspar. Oh Gott, mein Chat hat mich gerade aus dem Leben geballert. Sabi, ich danke dir vielmals. Wow, und das bei dem Game. Du hast Talent, Frau, du hast Talent. Genau, ich will auch nur ein, zwei Fische essen, dann können wir los. Was sagt denn dein Hunger? Fast voll. Okay, warum kann ich jetzt mein Menü nicht öffnen? Wie dein Menü nicht öffnen? Dein Inventar? Ja. Keine Ahnung. Alter, ich check's nicht, ey. Na, nee. Hol nochmal Fisch. Ich muss meinen Fisch noch kurz braten und dann können wir gleich los. Wie kannst du dein Walkie-Talkie kleiner machen? Dein GPS? Bei mir ist das Mausrad drücken. Da kann ich Zoom und klein machen. Okay, bei mir geht gerade irgendwie gar nichts mehr. Keine Ahnung warum.
So, wollen wir das zur Pause machen? Also der hält bei mir jetzt gerade dieses GPS auch mittig. Der hatte das sonst immer so rechts. Dann hast du irgendwas gedrückt. Dieser Stress, wa? Ja, es ist irgendwie kacke, weil die Controller-Tastenbelegung ist richtig für den Arsch. Du musst dir hier selber irgendwas zusammenbasteln. Also vielleicht doch mit Maus und Taste. Du brauchst dann WASD, die beiden Maustasten und I für Inventar und du brennst. Ja, ich geh mal und I für Inventar, B und M. Also, ich wäre jetzt ready, wenn er den Fisch gestickt hat. Einen guten Sushi-Lachs, der Boy hat Lachs im Mund. Ja, hier ist schon die nächste Höhle irgendwie, irgendwo. Oh, Käse. Was denn? Nachdem ich gebrannt habe und ins Wasser gesprungen bin, war mein GPS wieder links und meine Waffe rechts. Okay, also nächstes Mal ich ein Feuer. Ja. Einfach schnell Feuer machen, reinspringen ins Wasser und dann ist gut. Ja, was man halt so macht, wenn die Hand nicht will. Irgendwo hier muss eine Höhle sein. Da. Popkopfhöhle? Auf Action? Ja. Oh, hier ist sie. So, Lootboxen. Da ich bald ins Bettchen gehen muss, da ich morgen wieder früh aufstehen muss und auch nochmal den, die Michi begrüßen möchte, werde ich mich leider jetzt schon wieder von dir und dem lieben Raptor verabschieden. Habt noch ganz viel Spaß beim Spiel, das überaus gut aussieht. Liebe Grüße von eurer Susi. Alles klar, liebe Susi, dann lass den lieben Michi mal bitte schöne Grüße da. Und ich hoffe, wir sehen, hören uns die Tage. Und danke, dass du reingeschaut hast. Einen schönen Abend auch von mir, ne? Bleib schön stabil, pass bitte auf dich auf und bleib gesund. So. Ich muss noch kurz die Taschenlampe in die Hand nehmen. Ja, ich auch. Oh, du redest wieder mit mir über Invoice. So, let's do this. Ja. Der quetscht sich da schon durch. Ich will Mutanten sehen, sagt er. Alles Bestes, wie geht's hier, Farina? Was macht der Zoo? Oh, hier liegt ganz viel Loot. Gönn ihn dir. Klar, auf jeden Fall, ihr beiden Lieben. Ich hab mich sehr gefreut. Wir uns auch, liebe Susi. Oh ja. Schön von dir gehört zu haben. Und bis demnächst. So, ich bin jetzt einfach mal so mutig und gehe mal hier vor. Ja. Oh, hier liegt ein Seil, das ist natürlich sehr gut. Alles mit dem, was man mitnehmen kann. Und für solche Höhlen braucht man dann halt, die Dosen, die Riegel, die Energy-Drinks. Ja. Weil hier kannst du, glaube ich, kein Wasser trinken. Ist ein bisschen wie bei Stardew Valley, ne? Warte mal ganz kurz, ich will mal was ausprobieren. Ausrüsten. Oha. Wie zünde ich das denn jetzt an? Brauche ich noch ein Feuerzeug? Wo mal so einen Cocktail werfen. L gedrückt halten. Hast du die Typen unten gesehen? Mhm. Ich sehe die gerade nicht. Die sind geradeaus bei mir. Also, die kommen. Einer kam jetzt in unsere Richtung. So ein Stückchen. Da. Jawohl! Geil, das Wasser brennt. Ich will auch mal so einen Molly hier ausrüsten. Au! Oh, ich krieg gerade auf die Fräse. Wie zünde ich denn den Molly an? Bei mir ist es L gedrückt halten. Block mit drauf! Ah, okay. Dann nehme ich dich an. Oh, so viel dazu. Sorry. Wasser. Okay, einer ist down. Ich glaube, wie viele waren da? Drei Stück oder so, ne? Du musst ja aufhelfen. Wie mache ich das denn? Ah, da. Dankeschön.
Okay, und die können wir jetzt auch häuten. Und daraus können wir, dann können wir uns eine Rüstung nehmen. Ja, hier rennt aber noch irgendwo einer rum, ne? Da. Ich habe hier gerade irgendwo noch einen Schatten gesehen. Kannst du mal einmal die Taschenlampe bitte anmachen und hier einmal durchleuchten? Da. Oh, das wollte ich nicht. Sonst nicht alle verbrauchen, weil die Höhle geht noch tiefer. Aber kannst du auch mal anderen. Sollen wir die am Leben lassen? Also, ich weiß nicht. Nee. Brenn, Bitch! Vorsicht. Sehr gut. Und einmal erhäuten. Noch einmal alle häuten, die du hier siehst. Oder wenn du noch weißt, wo sie liegen. Oh, hier unten gibt's Flut, glaube ich. Okay, ich kann das nicht lesen. Schade, ich hab gehofft, okay. Ich hab gehofft, in der Werkzeugkiste ist was drin. Kann man die kaputt haben vielleicht? Nee. Auf Inventar gehst, hast jetzt weiter rechts jetzt die Haut von denen. Das rechts, ja, und jetzt kannst du die anlegen. Mehrere. Hast du so ein bisschen extra Schutz. Rechts? Hm, du kannst ja so ein bisschen. Ja. Und auf Anlegen drücken. Also so ein bisschen Schutz. Mutantenrüstung steht da. Genau, die anlegen. Alle. Du hast. Okay, ja, zwei Stück hatte ich. Ja. Okay. Warte mal, da oben geht's weiter, aber hier geht's auch weiter, ne? Sollen wir mal hier gucken? Ja. Hier ist Morava. Keine Ahnung, wo wir hingehen, ne? Oh, ich höre irgendwas. Boah, der hat einfach eine fucking Bohrmaschine. Boah, was ist das? Oh Gott! Warte, hier sind so Bomben. Müssen wir die wegsprengen? Boah, fuck, was ist das denn, ey? Oha. Hey, hier, der Dude hat Bomben liegen, der hier an der Wand klebt. Oh, geil. Ich quetsch mich ja gerade durch. Das ist richtig ekelhaft. Ich schieb den Kadaver hier vor mir her. Die Bomben kann man nur platzieren oder auch werfen? Die wirft man. Ich will meine werfen. Jetzt hier sind nämlich Dudes. Hallo Michi, einen wunderschönen guten Abend. Explodier! Hier geht's zur Party! Gott, ist der stabil! Liegst du? Prügelst du dich? Ja. Was? Oh fuck, hinter uns ist er. Also zwei sind hier mindestens noch. Schon ein bisschen bedrückend. Ey, vor allen Dingen ist das immer krass, du siehst sie auch so. Also, die sind voll gut getarnt hier, ne? Oder? Richtig crazy. Gib mir die Haut. Zack. Viel Spaß bei Sunselim. Dankeschön, lieber Michi. Was zockst du gerade? Was ist er denn für einer? Er hat voll das Wurstmund-Ding. Keine Ausdauer mehr. Wow. Oh Gott, macht der Damage. Und das Aussehen nicht vergessen. Er läuft. Bist du mir? Ja. Irgendwo ist hier so ein Mundschlong-Ding. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß doch. Ah da. Wow. So, macht übel Schaden. Ja. Oh, ich liege gleich. Der macht echt fast Schaden. The Party!
Einschläge. Magst echt? Auf? Ja, vielleicht kannst du mir aufhelfen. Boah, das ging schnell. Dankeschön. Bitteschön. So, der wird auch mal gehäutet. Geil. Dann lege ich mir jetzt auch mal die ganze Haut von dem Dude hier an. Ich habe nämlich jetzt schon wieder ein paar Hautlappen hier gesammelt. Ich glaube, die geben wir mal ein oder so. So, stehst du auf ihn. Oh, hier liegt Essen. Oh yeah, geil. Flaschen, oh. Pillen. Pillen sind Liebe. Pillen ist Heilung. Wo sind die? Da, wo du jetzt. Da, wo du jetzt gerade bist, oder was? Da, bei dem Mannequin da. Ich habe hier ein Dokument. Also, die Pillen habe ich gar nicht da. Bei mir liegen keine Pillen. Hier bei dem? Hier liegen welche. Zwei Packungen. War das im ersten Teil auch schon so, dass man sich die Haut von denen anziehen konnte? Für als Rüstung? Ja. Okay, krass. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. War schon noch dreimal Pillen. Das Game ist so ein bisschen wie so eine ultra brutale Variante von Stardew Valley, oder? Ja, schon. Irgendwie? Ich hab die Orientierung verloren. Von wo sind wir gekommen? Von da, wo du jetzt gerade hinläufst. Okay. Wir müssen quasi hier hin. Da ist aber wieder so ein Wurstmann. Hast du noch einen Cocktail? Sonst hab ich noch. Nee, aber ich kann eben einen machen. Nur der kommt jetzt, glaube ich, gerade zu uns. Warte. Ich nehme einen raus. Hast du ihn im Auge? Nee, ich mach mir gerade einen Cocktail. So. Ja, er hat mich gesehen. Warte. Ja. Das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Boah, der ist jetzt auch auf mich zugerannt gekommen hier. Lass uns einfach durchrennen. Oh Gott. Ich hab keine Taschenlampe gerade ausgerüstet. Ich höre Dinge. Oh, was ist das denn für ein Mutant? Lass uns laufen. Hier sind Babys. Hallo Babys. Wo ist der Rappi? Ohne Vaterschaftstest bin ich gar nichts für euch. bist du da? Geil. Ja? Ich glaube, das ist dein Kind, das läuft hinterher. Nein. Ja, ihr habt dieselben Augen. Also ich lasse mir garantiert von dir kein Kind anhängen. Ja, kriegst du eine Tüte Gummibärchen, wenn du ja sagst. Boah, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen, ey. Wir haben safe irgendwas übersehen. Toll, du bist richtiger Motivationscoach. Ja, sorry, ich bin Realist. Sag nicht, wir sind durchgerannt, hier gibt's nichts, hier muss es was geben. Oh, meine Batterie ist gleich leer. Lädt der automatisch nach? Boah, was, Alter? Oh, warte, da sind ganz viele Dudes. Ich nehme einen Cocktail in die Hand. Und ein Feuerzeug. Und ich mach Barbecue-Party. Wo sind sie denn? Da. Au, ich werde getätschelt. Ich werde unsittlich berührt. Au, ich liege gleich. Lass dir Zeit, ich liege. Hallo. Oh, ich liege nicht mehr. Hier einfach alles brennt. Dankeschön. Also, ey, ich weiß ja, nicht. Die Steuerung ist richtig scheiße. Dankeschön. Du liegst nicht mehr. Ich sehe gar nichts. Ich liege. Folge mir einfach. Da vorne ist, glaube ich, sowas. Also da ist zumindest ein Licht. Ich weiß nicht, ob da ein Ausgang ist. Ich liege. Oh, wow. Schon wieder? Ja, ich stehe auf und krieg von zwei Seiten. Rappi, was ist da los? Du, Mensch, Raptor, einen wunderschönen guten Abend, Alina. Was geht ab? Warte, ich komm. Hat man irgendwie so eine bestimmte Zeitspanne? Ich liege. Ich komme. Irgendeiner haut mich die ganze Zeit um. Okay, komm jetzt schnell. Zack, zack. Ich hab kein Licht. Ich laufe blind, ich muss hinterher. Folge mir einfach. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, ob das so gut ist.
Lebst du noch? Ja, ich bin hinter dir. Okay. Warte, wenn wir ganz kurz warten, kann ich mich ausrüsten. Oh, das sind Babys. Oh, hier sind Babys. Sind die krass? Weiß ich nicht. Ah, ich liege hinter uns. Ah! Oh Gott, da sind zwei von diesen... Wo bist denn du? Auf dem Boden. Einen wunderschönen guten Abend, was geht ab? Alles stabil, alles fit, sag an. So, okay, rapid, lauf einfach. Ich laufe dir, ich liege. Die Animation ist nicht mehr ändert, weil ich schon wieder umgenockt. Ich liege. Sonst werfen Cocktail oder so mal rein. Ja, das Ding ist, ich kann keinen Cocktail werfen, weil ich mein verficktes Feuerzeug nicht ausrüsten kann. Muss in die Tasche rein. Ich sehe gerade gar nichts. Okay, wir müssen wahrscheinlich X drücken für Respawn, oder? Warte, nee, ich befreie mich gerade, vielleicht kann ich dich holen. Ach, du lebst wieder, okay. Ich nehme irgendeinen Glibber, aber ich... Hab mein Zeug, ich habe ja noch Zeit, ne? Ja, wenn der Totenkopf voll ist, bin ich down, ne? Ich habe jetzt so ein Viertel ungefähr. Okay. Ich weiß nicht, ob ich... Warte, Wolf, wo liegst du? Wie komme ich denn zu dir jetzt? Wie war die hier so einfach hoch? Mal sehen, ob ich es schaffe. Wenn du dich gleich befreit hast, musst du deine Sachen wieder aufnehmen. Die liegen dann irgendwo in deiner Nähe. Ich weiß nicht, ob ich mich entferne oder zu dir renne. Ich habe keine Ahnung. Normal ist dann Zeichen. Ja, ja, aber ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ich bin aber auch gleich tot. Ah, okay. Aber schön, dass du noch reinschaust. Oder sind wir nicht von hier gekommen? Warte, wir sind aus einer... Ich bin voll orientierungslos gerade. Ich warte, bis du tot bist. Du kannst doch... Siehst du das Zeichen nicht irgendwo in der Luft schweben von deinem Partner? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich links rum oder rechts rum muss. Achso, ich hab gedacht, man sieht das auch durch Wände vielleicht. Ja, sehe ich auch. Aber beide Richtungen, die ich gehe, entferne ich mich erst von dir. Okay. Ja, aber ich bin jetzt tot. Brauchst du dich nicht beeilen. Ich wüsste auch gar nicht, wo. Dann kannst du dich gleich befreien. Müsstest du gleich E oder so, X oder so drücken können? Genau. Was? Achso, okay. Okay. Muss irgendein. Genau, und hier irgendwo liegt deine Tasche jetzt. Ich nehme jetzt eine Bombe in die Hand und dann suchen wir uns die Viecher. Ach, hier sind wir, okay. Weißt du, wo wir sind? Ja. Ich mache noch zwei Cocktails. Rein. So, wo müssen wir lang? Hier, weil hier haben wir die Bomben geholt und dann sind wir hier durchs Loch. Ah, das ist die Stelle, okay. Kann ich den Molly auch schon mal anzünden und dann später erst werfen? Nee, ne? Doch. Okay. Ich habe gedacht, nicht, dass mir das Ding dann gleich in der Hand hier um die Ohren fliegt. Ich sag einfach mal doch. Okay. Wo seid ihr, ihr kleinen Pisser? Papa ist zu Hause. Da ist er. War das der? Der ist auf jeden Fall einer von den zwei oder drei oder wie viele da sind. Okay, der ist down. Kombiniere, kombiniere, da ist etwas im Busch. Was kommt aus dem raus? Ich halte den kurz. Oh, du bist da. Ja, aber da müsste noch irgendwo einer sein. Okay. Du hast gerade die Taschenlampe an, ne? Dann laufe ich mal hinter dir. Hier ist irgendwas anderes, pass auf. Bombe. Perfekt. Ja, nice. Oh. Mal holten. Doppischer Portal, ey. Oder war das der hier? Nee, das waren zwei hier mit diesem Mund auf der Brust.
Achso, war da nicht noch was anderes in die Hand? Oh, jetzt kann ich den gar nicht mehr häuten. Doch, eigentlich schon. Ich müsste es gehen. Nee, bei mir war da jetzt. Bei dem ist jetzt gerade auch kein Symbol. Oh nein. Oder muss ich vorher das Messer ausrüsten? Nee, eigentlich steht da. Also bei mir steht dann E. Nee, okay. Okay, ich habe Hunger. Und ich muss mich auch mal eben kurz heilen. Eine Sekunde. Ja. Dann kannst du ja auch ein Energy oder so reinpfeifen oder so. So eine Mehlpackung. Die Animationen sind echt ziemlich geil für so ein kleines Studio. Strindberg, ja, auf jeden Fall. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Willkommen in der feuchten Höhle. Aber an sich halten wir uns gar nicht so schlecht dafür, dass wir vorhin keine Granaten so gesucht haben auf der Map. Ja, das stimmt. Oh, da vorne sind wieder die Babys. Bombe, warte mal. Warte, die Babys, glaube ich, können wir diesen einen Schlag sind die down. Okay. Und du kannst ja auch blocken. Keiner will Kindergeld zahlen! Alter, man, die Schaden. Machen die viel Schaden? Ein bisschen. Oh, ja, ja, das macht mir schon eine geile Sache. Au! Ja, ich bin. Bist du down? Nein. Okay. Okay. Hello again! Ich sag einfach Hello again! Oh. Ich lese sofort deine Nachricht, Sammy. Ah! Er muss jetzt sich ums Kindergeld streiten. Okay, das geht hinter sich. Hier an die Nabelschnur da? Oder ist das ein Lümmel? Irgendwas ist da. Müsste gerade zu den Nachbarn, deren Auto meinte, einfach mal auf die Straße zu rutschen, ohne Fahrer. What the fuck? Oh Mann, ey. Ist aber nichts passiert, oder? Du hast gesagt, der Dosenöffner müsste links sein, ne? Ja, unter diesen Schokoriegeln. Hm, schade, ich hab noch keinen. Okay. Eine Konservendosen kann ich wahrscheinlich auch nicht mit dem Messer öffnen, ne? Nee. Kacke. Einen wunderschönen guten Abend, wie geht's, wie steht's? Wie läuft's bei euch? Ja, wir sind einfach mal spontan in eine Höhle rein. Ich hab gesagt, wir gucken, was passiert. Okay, ich glaube, die Batterien von der Taschenlampe laden sich sogar automatisch nach, weil ich war gerade auf Rot und jetzt ist er wieder grün. Ja, hat er bei mir auch gemacht. Das hört sich falsch an. Endlich mal ein dunkles Loch, was ich erforschen darf. Ne, Pat? Was? Was? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Hast auch nichts verpasst, ich habe wieder nur dumm geredet. Bitte wiederholen Sie. Sind wir von hier nicht gekommen? Nee. Nee, sind wir gestorben, ne? Da hinten irgendwie. Ja. Oder? Ja, die Höhle ist ein bisschen krasser. Oh Gott! Ist da was? Nein, da waren Fledermäuse. Doch, da ist einer. Einen sehe ich. Ja. Ja, aber nur einen. Hier ist ein Draht tot. Weil also hier haben wir schon was weggenatzt, wa? Oh, der ist ein bisschen kopflos. War keine Absicht. Bitte helfen Sie! Lass uns an seinem Körper. Ich bin tot. Danke für die. Echt? Hast du es und bist sehr zufrieden? Hast du auf Stream eingestellt oder auf was? Du kannst ja unten verändern, ne? Ja. Okay, ich renne ein Stück weg, damit ich so einen Cocktail nehmen kann. Ich guck mal eben nach einer Bombe. Nein, oh, jetzt ist der weggerannt, der Ficker! Ich liege. Oh, und ich habe die Bombe geworfen. Ja, geil. Ich liege. Ich auch. Okay. Am besten also, nur einer ins Inventar, wa? Ja, da müssen wir jetzt respawnen, ne? Wieder an der einen Stelle sind wir wieder. Okay. Jetzt müssen wir durchlaufen können, wir haben den Rest ja schon freigemacht. Man kann auch wahrscheinlich nicht einschätzen, wie groß die Höhlen sind, ne? Nee. Yo.
Ach, mein Rucksack, ja, den sollte ich vielleicht mitnehmen. Genau. Ich nehme direkt so ein Dings in die Hand. Ja, der hat eine schräge Einfahrt und hier schneit es wie Sau. Ey, heute in Gladbeck hat es auch geschneit, aber es ist nichts liegen geblieben. Jetzt müssen wir eigentlich relativ gut durchkommen bis zu dem Dude. Alter, er macht aber auch einen Schaden. Ja, die sind krass, ne? Oh, Kim, das ist super cute. Nimmst du mich dann auch mit? Oder wie, oder was? Weil die sind heftig. Die kloppen ein bisschen rein, ne? Wie langsam auch das Life, also die Pillen aus. Meine Frühstückspillen. Apropos, ich muss mal eben kurz, warte mal eben, ich muss mal eben Pillen reinknallen. Alles Gute, was wir weghaben, ist weg. Vielleicht gibt's ja morgen einen weißen Geburtstag für dich, sagt die Jenny. Ja, mal gucken. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt an meinem Geburtstag, Schnee. Kann sein, Farina, kann sein. Keine Ahnung. It's beginning to look a lot like Christmas. Darf ich richtig? Ja. Schnappe. Gut. Endlich volljährig. Hehehe. Ah, dein Licht leuchtet mir den Weg. Ganz schön eng hier, wa? Gleich wird's noch enger. Aber war hier der Dude schon? Nee, da kam erst noch. Genau, jetzt kamen noch die Babys. Ich glaube, wir haben schon eine der großen Höhlen erwischt. Ja, ich glaube auch. Sind die, also, sind die irgendwie random generiert oder so, die Höhlen? Nein. Oh, da steht... Nein! Ja, ich habe vergessen anzuzünden! Scheiße. Laufen wir einfach durch, ja? Wo ist der Dude? Oh, da ist noch einer. Vor uns. Wo? Oh. Da. Der ergötzt sich da an dem, was da runterhängt. Komm, wir laufen einfach durch, Raffi. Alles oder nix. Alles oder nix. Also nichts. Oh, da sind wieder Babys. Ich hüpfe einfach drüber. Ich habe keine Taschenlampe in der Hand. Ah, ah. Egal, was du tust, das Einzige ist, die Mission zählt. Du bist aber nicht down, oder? Nein. Gut. Aber ich müsste irgendwo mal ein bisschen Ruhe haben, kurz eine Taschenlampe auswählen. Ja. Hier vielleicht. Dann fahre ich mal schnell in Energy rein. Ich guck nach hinten, ob da einer kommt. Jo, bei mich. Okay, danke. Und bald Auto fahren, ja, wirklich. Und konnte man da unten irgendwo hin? Nee, ne? Nee, da war nur, so. Sah aus wie zwei Abzweigungen, war aber fake. Ah, der Mann hat Augen, Chat, der Mann hat Augen. Oh, hier sind so Goldadern. Ist das Gold? Ja. Was ist hier? Kannst du wahrscheinlich nicht mit einer Axt abbauen, oder? Nee. Oh, hier liegen überall so Überreste. Warte, wo bin ich hier? Also hier ist nicht offiziell, wo ich bin, also hier ist irgendwie so ein... Oh, hier gibt's... Missing! Ja, den Dude, den wir suchen. Ey, wollen wir nicht einmal da gucken, wo das Gold war? Da ging ja auch noch ein Weg lang. Ja, hier oben war nur Loot. Achso. Hab ich gerade gesehen gehabt. Und dann in einem Jahr wieder zur Fahrschule und dem Refresher-Kurs mitmachen war... Ich hoffe nicht. Oh, bloß nicht. Ach, das wär's ey, nicht mal ein Jahr und dann zack. Willst du vor? Ist mir egal, kann ich machen, ja. Und wie gefällt's dir so in den Höhlen? Ihh. Werde da verdaut. Schon maximal ekelhaft hier. Warum sollen wir nochmal in diesen Gang reingehen? Das weiß ich nicht. Hier liegt Rotze, lass hier lang, okay. Oh. Da sind Babys. Durchrennen oder kaputt machen? Durchrennen, oder? Babys? Ja. Oh. Da steht direkt einer. Hau drauf! Der kann ich nicht. Der hat unter den Busch gehauen. Ich hab dich frei gemacht. Ich. Bist du schon wieder down? Ja, ich bin eingeklemmt. Kannst du was reinwerfen? Sekunde. Ja, ich hab Zeit. Mies, steht er da am Eingang. Ich komme an den nicht vorbei. Ich versuche den mal eben kurz kaputt zu kloppen hier. Mach das.
Ich höre quietschen Schläge. Das hört sich echt ungesund an für den. Sag mal, wie viel Energie du noch hast? Ich bin erst beim Lächeln gleich. Okay. Aber der stand genau vor der Tür. Ja, ist ein bisschen. Ich bin. Du bist weg? Ja. Fuck, ich habe auch keine Bomben mehr, ey. Alles gut, kannst du da überleben? Ja. Ich versuche halt immer, wenn er seine hässliche Fresse hier nach vorne drückt, einmal drauf zu. Oh shit, ich bin gleich auch down. Muss mal eben kurz was reinpfeifen. Scheiße, ich hab nix. Ich bin down. Oh, fuck, ey. Aber wir haben schon alles aus dem Weg geräumt, was wir bis dahin hatten. Ich kann aber auch nichts mehr zaubern hier. Starten wir jetzt wieder da, wo die Bomben lagen? Ja. Aber wir können jetzt da durchrennen. Okay. Aber wir hätten irgendwie mal Granaten oder so suchen müssen. Hätte ich gewusst, dass wir so wenig Granaten finden, hätte ich am Anfang keine für den blöden Gag verballert. Ja, war schon witzig. Ja, doch, der war schon wert, oder? Der war schon wert. Ich schock schon mal vor. Abnehmen können sie in den ja eh nicht. Ich habe nach 6 Monaten die Hälfte vergessen gehabt und bin nach der Probezeit gefallen wie ein Affe. Ist das nicht irgendwie bei allen so? Haben die jetzt nicht neue Blitzer verbaut? So ein neues Blitzersystem? Echt? Ja, irgendwie unter diesen elektrischen KMH-Schilder, weil sie so aufleuchten an Tunneln und so. Da sind wohl jetzt kleine Dreiecke drunter, sollen wohl Blitzer rein oder sind Blitzer drin? Irgendwas habe ich da gelesen. Okay. Denkst du an deinen Rucksack? Ja. Ich hab ihn vergessen. Ich bin schon reingerannt. Hochmotiviert. Die haben sie auch fies platziert, ey. Kann einem nichts Gesundheit zurückgeben, außer die Pillen? Ja. Soweit ich weiß. Fuck, ey. Das ist sehr schlecht. Ich guck mal, ob ich eine Haut habe zum Anlegen. Taktische Jacke. Kann ich die zusätzlich zu dem Dingens tragen? Zu der Haut? Ja, die Haut ist extra Schutz. Okay, ich gut, kann die gerade gar nicht anziehen. Okay. Katzenfutter und Dosenöffner. Bist du jetzt schon weit vorgerannt, Rappi? Weil irgendwie würde ich das geiler finden, wenn wir so ein bisschen zusammenbleiben hier. Nee, ich bin nicht weit. Okay, irgendwas ist hier. Bist du an einem Gegner vorbeigerannt? Weil bei mir ist hier die ganze Zeit so. Nee, ich bin da, wo die Dudes. Da, du kommst gerade zu mir. Ja, zum Glück haben wir ja schon aufgeräumt. Chat, Kessler wachen und die anderen sind Handyblitzer, taugt aber eh nix. Die können eine Kippenschachtel nicht mal vom Handy unterscheiden. Oder ob du gelangweilt den Kopf abstützt, okay? Einfach durch, oder? Ja. Ich muss einem ganz kurz was essen, ich bin nämlich hungrig. Guten Hunger. Danke. Oder wie Chevy immer sagt, guten Apo. Was war das? Ich hab gegen so einen Stein gekloppt. Achso. Du bist schon fertig. Ja. Ist ja nicht so der Hallöchen, Dienst, lieber Chidos. Nö, ich habe mir den in Windeseile eingeführt. Oh. Aber pass auf, da ist der eine, ne? Ja. Ich renn mal straight an dem vorbei. Straight out of Compton! Wie geht's dir, lieber Tidus? Schön, dass du hergefunden hast. Willkommen zu Sons of the Forest. Die andere schöne Stimme, die du hörst. Sag mal Hallo, Rappi.
Hallo Rappi. Hallo Rappi. Baby. Das ist der, oh fuck. Kindergeld. Ey, kann man Gegenstände tauschen oder austauschen oder so? Wie meinst du das? Also könntest du mir jetzt zum Beispiel Pillen geben, wenn du welche hast? Ich glaube. Weil ich bin schon wieder fast down. Ich habe aber keine Pillen mehr. Okay. Bin selber blank. Aber wir sind jetzt gleich an der Stelle, müssen wir aufpassen. Cocktail oder sowas hatten wir beide nicht mehr, ne? Ne. Ich habe also ich kann auch keinen mehr basteln. Was ist das? Achso, Leuchtfackel. Leiterplatte. Oh, Munition. Ich habe noch eine Packung Batterien. Rohes Fleisch. Was, mit Münzen und so kannst du eine Bombe bauen. 5 Münzen brauchst du. Klebeband, kannst du eine Bombe bauen. Und so eine Platte? Ja, genau, leg mal genau so eine Platte. Und wenn du auch dann auf das Zahnrad gehst, siehst du das. Also wenn du da rüber gehst. Tech-Rüstung oder Zeitbombe? Steht Zeitbombe. Da. Genau, die Zeitbombe mach mal, wenn du kannst. Das ist das, womit du vorhin einen weggesprengt hattest mit der großen Explosion. Und dann darfst du das gleich in den Gang da reinwerfen. Oder ich habe keine Ahnung, wie ich das auswähle, dass ich dann das mache, weil das Menü erscheint, aber wenn ich mit dem Cursor nach links fahre, dann verschwindet das wieder. Steht da nicht Ausrüsten dran dann? Nee. Ich kann dir hier Riegel geben. Ja, und dann einmal hier. Weil dann kannst du das da unten reinwerfen, wenn er noch da steht. Ey, die Viecher sind echt mies. Also so wie du Taschenlampe und so auswählst, ne? Wählst das aus. Ach so, nee, mir fehlen noch Münzen, um das zu bauen. Ach so, okay. Ich habe nicht genug Münzen. Ist das hier jetzt schon das Loch, wo der war? Nee. Das kommt später, gleich. Ne? Ich glaube, wir sind an den Babys vorbeigesprungen. Ja. Und da ist das Loch. Und hier stand er genau vor, jetzt ist er weg. Geh dann schnell durch. Ja, da ist er. Einfach vorbei. Schaffst du es, Pat? Pat! Ja. Pat! Ich bin direkt hinter dir! Tut mir leid, Chat, wir haben Pat verloren. Nein, ich bin auch hier. Gott sei Dank. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Ich renn einfach. Alter, wie groß ist diese fucking Höhle? Können wir. Oh Gott, ey. Gibt's hier irgendwas? Oh, was haben wir hier? Hier ist ein Seil. Wie kommt man da runter? Hier ist die andere. Ich bin hier runtergeslidet. Das ist die Höhle, wo wir vorhin waren. Ah, shit. Was aus dem Werfen? Pass auf. Oder müssen wir da hoch? Oder müssen wir hier unten lang? Ah, scheiße, wir müssen da oben lang. Ne? Das ist aber nicht die Höhle von vorhin, Rappi. Nee. Ich muss mal eben kurz in mein Menü rein. Nein, wir laufen. Lauf! Einfach durchrennen? Ja. Nämlich links neben uns war auch einer. Ein dreiköpfiger. Ja. Dreiköpfige Wurfmaschine. Bist du noch da? Pat! Pat! Ja, ich bin fast hinter dir. Was kommt mir da am Hinterteil? Puh, boah, ganz schön spannend, ey. Uiuiui, es gibt mehrere Höhlen, ne? Und ich glaube, wir sind alle. Oh, wir kommen hier raus. Boah, Gott sei Dank, ey. Was ein Höhlentrip. Oh, die nächste Höhle, da gucken wir, ob wir irgendwo Loot finden. Geil, komm, ich bin gerade in deinem Gesicht drin. Stehe ich drauf. Aber warte, kommen wir hier raus? Wir kommen hier raus. So, Inventar. Gib mir das GPS wieder. Ich glaube, ich habe gar keine. Doch, Plane, okay. Baust du eine Hütte oder soll ich eine bauen? Ich guck gerade, wie weit unsere weg ist. Die ist hinter uns. Was ist das hier? Die ist hier vorne. Sollen wir dann da hin? Dann wollen wir nichts Neues bauen. Ja. Okay. Die musst du irgendwo. Nee, warte. Du gehst wieder in die Höhle. Ja, ich bin runtergerutscht. Irgendwo hier? Siehst du das auch auf dem GPS? Nee, ich hab das gerade nicht auf. Ach so, dann vertrau mir.
Also wir müssen auf jeden Fall hier so ein paar Lager noch ablaufen wegen Pillen und so, ne? Ja, aber ich würde echt erstmal sagen, dass wir uns jetzt hinhauen wegen Speichern. Ja, ja, aber auch so meine ich. Ja, ja. Muss nichts mehr reingehen. Oh, wir müssen uns. Oh, wow. Wir müssen uns besser auf unsere Expedition vorbereiten. Ja, vielleicht ein paar Granaten und so. Bisschen Equipment. Guck mal, hier war die Höhle, wo wir rein sind irgendwo. Die, so, wo wir zuerst drin waren, oder was? Genau, wo wir. Nee, wo wir gerade rein sind. Also die große. Kann ich verstehen, Tidus. Ich mochte den ersten Teil auch nicht so sehr. Ich finde den hier vom Gameplay her echt geil, aber die Steuerung mit dem Controller am PC ist furchtbar. Also ich check hier gar nichts. Ich meine, man kann die Steuerung und die Tastenbelegung komplett individualisieren. Aber da muss ich mich dann vor dem nächsten Sons of the Forest Streamer mit auseinandersetzen, dass ich mir einmal vernünftig alles einrichte. Oder ich müsste mir einfach mal eine vernünftige Gaming-Maus holen, dann könnte ich auch am PC zocken. Ich habe unsere Hütte. Perfekt. Geil, Mann. Was ist die Taschenlampe? Endlich Haya-Bubu machen. Speicher. Und schlafen. Was sagt denn die Uhr? Oh, wir haben schon nach 10 Pad. Ja, würde ich sagen, machen wir für heute Schicht im Schacht, oder? Genau. Sollen wir noch jemanden raiden? Ich würde mal gucken, also ich würde auf jeden Fall raiden. Ja. Dann sag mal wen, weil dann komme ich mit. Ist der Gandhi noch da? Stimmt, warte mal, ich schau mal eben rein. Ja, der zockt gerade Walking Dead. Ja, Moment, ich muss kurz. Ganlioif. Geht's zu Ganli, sonst hätte ich jemand anderen. Ja, ich würde den Ganlioif raiden. Ja? Ja, hätte ich Bock drauf. Okay, dann mach ich das auch. Alles klar. Gut, dann gehe ich einmal kurz off, aber ich komme gleich nochmal wieder rein in den Dizzy. Genau, dann sage ich, liebe Kunis, schlaf gut, danke, dass ihr da wart. Und meine Leute, ihr bleibt noch kurz. Bis gleich, Pat. Ihr auch, liebe Raptoren. Und bis gleich, lieber Rappi. So, ja, ich switche mal eben kurz die Cam um. Gunny, der streamt bald etwas länger nicht. Ja, ja, habe ich auch gehört, aber aus guten Gründen. Und ich denke mir, dass er dann danach umso mehr und länger streamen wird, der liebe Michi. Den haben wir jetzt auch schon tatsächlich länger nicht mehr geradet, deswegen freue ich mich, dass wir gleich einmal zu ihm rüber switchen. Also Walking Dead auch ein bisschen Horror, wenn ihr komische Kreaturen gerne sehen wollt, und ich meine damit nicht den Michi, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil da gibt's auch Zombies. The Walking Dead, The Final Season. Kenne ich noch nicht, da gucke ich auf jeden Fall auch noch ein paar Minuten rein. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr heute am Start wart. Danke, dass ihr hier so fleißig mitgeschrieben habt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und übermorgen kommt eine neue Podcast-Folge raus. Da hauen wir auch nochmal einen Insta-Post raus, um welches Thema da geht. Und am Sonntag ab 16 Uhr gibt es hier auf dem Channel einen fetten Koop-Stream. Seid gespannt, schaut gerne rein. Und ja, wie gesagt, ich schicke euch jetzt einmal rüber zum lieben Michi. Wir müssen einmal kurz den Counter hier abwarten. Lasst schöne Grüße da. Macht euch noch einen schönen Abend. Morgen einen schönen Start in den Tag. Und genau, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Peace out.